Der Klimawandel. Kaum ein Thema spaltet die alternative Medienszene im Moment derart wie dieses. Während auf den Straßen tausende Menschen demonstrieren, schlagen sich in den Kommentarspalten im Internet die Menschen die Köpfe ein. Was ist denn nun? Gibt es einen menschengemachten Klimawandel oder nicht? Darüber reden wir jetzt hier im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei dieser Klimawandel-Sendung, über die wir lange nachgedacht haben und die lange erwartet worden ist. Und lange erwartet haben diese Sendung auch meine beiden fabelhaften Co-Moderatoren, nämlich Dirk Pohlmann. Da ist er wieder. Hallo, da bin ich wieder, genau, ja. Und Herbst fängt an, es wird kälter, ja. Es gibt keinen Klimawandel. Wie wir alle sehen, gehen die Temperaturen runter. Genau. Und der fabelhafte Matthias Bröcker ist diesmal auf Außenposten. Ja, auf Außenposten in Italien. Und ja, hier ist das Wetter fantastisch. Goldener Oktober, sagt man. Und ich sitze hier im Hotelzimmer und hoffe, dass das mit der Übertragung gut funktioniert. Ja, wo steckst du denn eigentlich gerade, Matthias? Ja, ich bin in Assisi in Italien hier. Und das ist ja die Geburtsstadt des heiligen Franziskus. Mein Lieblingsheiliger, und der steht eigentlich dafür, ja, dass wir mit der Natur, mit der Schöpfung vernünftig umgehen. Er hat ja der Legende nach mit den Tieren und mit den Pflanzen gesprochen, er hat in Armut gelebt, hat Prunk und so weiter abgelehnt, also ein guter Junge. Und ja, die Italiener sind, was Klima und Ökologie angeht, auch weiter als wir, ja. Sie haben die Atomkraft abgelehnt, 87 schon, 2011 das nochmal bestätigt, haben ein Drittel erneuerbare Energien. Und vielleicht hat das mit der Tradition zu tun, die hier im 12. Jahrhundert schon angefangen hat. So, jetzt ist deine geheime Reptilienidentität aufgeflogen. Ich habe sie ja korrigiert. Also, okay. Man kann ja auch sagen, Franz von Assisi ist sozusagen der Indianer unter den Christen. Ja, also sozusagen genau. Ein Blick auf die Natur. Also was ich empfehlen kann oder was ich sehr liebe, ist der Sonnengesang von ihm. Also das ist wirklich ein Gedicht aus dem 13. Jahrhundert, wo er über die Sonne, das Wasser, den Wind, also die Natur, also ungewöhnlich fürs Christentum, was sich ja mehr dadurch ausgezeichnet hat, dass es macht euch die Erde untertan, sozusagen mit einem großen Knüppel unterwegs war. Und Franz von Assisi ist das Gegenteil. Also das ist eigentlich, nachdem er sich auch Franziskus benannt und so wie Matthias gesagt hat, auch wenn man mit der Kirche nicht viel am Hut hat, was man gegen den haben kann, wäre mir vollkommen unklar. Ja, es ist ein... Genau. Okay, gut. Liebe Freunde, wir sind wieder reich unterstützt worden von vielen, vielen verschiedenen Menschen mit den unterschiedlichsten Beträgen, die das gut finden, was wir machen. Unter anderem von Jörg, der hat uns 333 Euro geschickt. Vielen Dank, wow. Jörg, das ist sensationell. Christoph hat uns 269,62 Euro geschickt und sagt Grüße und Kohle vom Vogesen, Chris, aus den Vogesen. Ralf schickt uns 111 Euro. Vielen Dank auch, Ralf. Das finden wir wirklich toll. Thomas schickt 90 Euro ohne jeden Kommentar. Vielen Dank. Steven hat 50 Euro geschickt. Weiter so. Danke für eure Aufklärungsarbeit, schreibt er. Und Udo schickt auch 50 Euro, sagt toll, ihr weiter so. Machen wir. Streamer Film hat 50 Euro geschickt. Gruß aus Berlin von einem Kameramann. Bleibt dran, die Presse mag ausschweifend sein, aber sie ist das moralischste Werkzeug der Welt von heute. Durch die Furcht vor der Presse werden mehr Verbrechen, Korruption und Unmoral verhindert als durch das Gesetz, sagt Joseph Pulitzer. Das hat er hier als Zitat gebracht. Tim und Claudia und Joyce und Eva und Ronald schicken uns auch jeweils 50 Euro. Vielen Dank euch. Wir haben 50 Schweizer Franken von Ursula bekommen, 30 Euro von Daniel, der das Codewort Köterchen nennt. Gruß aus der Schweiz. Bekommen, ja. Das Codewort Köterchen müssen wir vielleicht nochmal aufschreiben, wer ist alles. Ich habe auch E-Mails bekommen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ja. Also Köterchen hat durchgegriffen. Ja. Man sieht ja bei YouTube immer so, wie die Zuschauerbindung, wie lange bleiben die Leute da dran und so.
Und am Ende ist es irgendwie immer nur ein Drittel von denen, die eingeschaltet haben, wenn überhaupt. Das ist halt bei allen Videos so. Aber hier bei unserer Sendung scheint das anders zu sein. Die Leute wissen, dass es am Ende immer ganz spannend wird. Und auch am Ende dieser Sendung wird es ganz spannend, denn wir kündigen eine sagenhafte Verlosungsaktion an. Das möchte ich jetzt hier schon mal bekannt geben. So, 30 Euro haben wir von Michael bekommen, der sagt, da andere alternative Medien in der AfD-Blase verschwunden sind, hier ein paar frei gewordene Euros von einem Freigeist. Mhm. Vielen Dank für die gute Arbeit. Freigeistige Grüße zurück. Ja, danke. Lieber Michael. Es gibt auch noch einen weiteren Michael, der hat auch 30 Euro geschickt und Barbara schickt auch 30 Euro. Thomas und Heike schicken 25,24 Euro für das dritte Jahrtausend bis zum vierten Jahrtausend. Ja, dann hoffen wir, dass wir lange durchhalten. 25 Euro von Thomas sagt, danke für eure tolle Arbeit. Yves schickt 25 Euro. 20,19 Euro kommen von Michael und sagt, danke für die beste Infosendung, die ich kenne, sehr wertvoll und jederzeit sehenswert. Liebe Grüße aus Wuppertal. Hans schickt 20 Euro. Er schreibt, weil ihr den Dingen auf den Grund geht, die andere unter den Teppich kehren. Danke. Danke auch zurück. Carsten schickt 20 Euro. So sieht wirklicher Journalismus aus, sagt er. Marianne schickt 20 Euro und empfiehlt uns, wir sollten bei den Chemtrails mal dranbleiben und Werner Altnickel kontaktieren. Als Kind habe ich nie solche Streifen gesehen, sagt Marianne. Als Kind gab es aber vielleicht auch noch nicht so viel Flugverkehr. Das ist immer so, mir geht es auch so. Ich habe als Kind nicht so viele Streifen am Himmel gesehen. Aber gut, ich habe ja auch nahe am Tal der Ahnungslosen bin ich aufgewachsen, ja, in der DDR, wer weiß. Andreas schickt 20. Ich bin aufgewachsen und habe viele Kondensstreifen gesehen, ja. Also, ja, ich war abgesehen davon, ich habe gerade, ich überprüfe, wenn ich irgendwas bekomme, also sozusagen, ich bin immer auch bereit nachzugucken, ob die Schwerkraft existiert. Ich habe die Schweizer Wissenschaftlerin von der ETH angeschrieben, hat bis jetzt noch nicht geantwortet, ich werde aber hartnäckig dranbleiben über ihre Ergebnisse, wo mir mehrfach geschrieben wurde, sie habe Baryon und Aluminium gefunden in Schmierstoffen oder Abgasen von Triebwerken. Das Problem mit der Analytik ist, dass man alles in allem finden kann mittlerweile. Die Frage ist immer die Menge. Aber ich bin an der Stelle, weil das eine relevante Aussage ist, ETH Zürich ist nicht irgendwas, da habe ich sie gebeten, mir zu sagen, ist da was dran, dass es erhöhte Mengen sind, dass man von was ausgehen kann. Bisher noch keine Antwort, aber ich werde das mitteilen, wenn ich das höre. Ja? Und bitte auch, wenn Behauptungen aufgestellt werden, die Behauptungen auch mal selber überprüfen, was da dran ist und nicht einfach immer irgendwas sagen dazu. Der hat das rausbekommen und ihr wollt einfach nicht drüber reden. Wir wollen über alles reden, was wir nachweisen können, also was wissenschaftlich haltbar ist. Das ist zum Beispiel bei 9/11 ist es der Fall, es ist bei Klima ist es der Fall. Zu den Chemtrails habe ich wissenschaftlich so gut wie noch nichts gesehen. Geoengineering ist ein anderes Thema, da ist was da. Aber genau an der Stelle bin ich jetzt gerade am Recherchieren, um zu sehen, ist da was dran. Okay, also wir legen das Thema nicht einfach so zur Seite, sondern wir gucken uns das an. Andreas schickt 20 Euro, sagt, ich wünsche mir von euch, dass ihr dem CO2-Schwindel und dem angeblichen vom Menschen gemachten Klimawechsel ordentlich auf den Grund geht und verfolgt vor allem den Weg des Geldes und der Kriegsgewinner bei diesem Thema. Ja, den Weg des Geldes werden wir auf jeden Fall auch in dieser Sendung beleuchten. Alma schickt uns 20 Euro, Dieter und Janina auch. Vielen Dank euch. 17,50 Euro kommen von Marcel. Er schreibt, Fake News can't melt strong minds. Also Fake News können einen starken Verstand nicht zum Schmelzen bringen. Anga schickt 15 Euro, genau wie Ronny und Manuel und Bernhard und Marie Anne. Also vielen Dank euch. Wir haben 10 Euro von Christian bekommen, der sagt, schöne Grüße. Kleiner Dauerauftrag ist eingerichtet. Das ist übrigens eine super Sache mit diesem Dauerauftrag. Also wir freuen uns natürlich über solche riesengroßen Spenden, aber wir freuen uns auch über regelmäßige kleine Spenden, die niemandem wehtun, denn die Masse macht's. Es ist enorm wichtig für uns, dass wir monatlich was haben, mit dem wir mehr oder weniger rechnen können, damit man mehr Sachen in dieser Sendung machen kann, als wir bislang tun. Also vielen Dank, auch wenn ihr euch entschließt, auch sei es auch nur 1 Euro, uns als monatlichen Dauerauftrag einzurichten unter der Bankverbindung, die ihr seht unter diesem Video oder auch, nee, genau, über PayPal gibt es ja keine Daueraufträge. Auf jeden Fall allen, die auch hier unten durchs Bild schon laufen, das sind alles unsere treuen
ständigen Unterstützer, die uns mit einem Dauerauftrag unterstützen. Vielen Dank auch euch, die wir jetzt nicht namentlich erwähnen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wir haben auch von Stefan. Sozusagen, das sind extrem wertvolle, also dafür bedanke ich mich insbesondere. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das sind die Leute, die diese Sendung am Laufen halten. Das wirklich, muss man wirklich so sagen. Ja, also vielen, vielen Dank euch auch nochmal. Stefan schickt 10 Euro, sagt, ich hätte gerne vor oder zum Klimaspezial eine Erklärung vom Kronzeugen der Debatte, auf dem doch alles fußt, nämlich wie genau das CO2-Molekül die Erde physikalisch aufheizt. Ja. Genau, darüber werden wir uns unterhalten. Niklaus schickt auch 10 Euro, sagt vielen Dank für eure Arbeit und die Zeit, die ihr euch nehmt, um Zusammenhänge zu schaffen. Und Jens hat auch einen ganz langen Kommentar geschrieben, den ich jetzt hier nicht weiter vorlesen kann. Er wünscht sich aber eine engere Vernetzung mit anderen authentischen und seriösen investigativen alternativen Medien wie CanFM, Rubicon, Nachdenkseiten etc. Und dann haben wir noch 10 Euro bekommen von Oliver, Marcel, Andreas, Georg, Angela, André, Ingo, Rudolf, Georg, Morten, Esther, James. Und wir haben außerdem noch Geld bekommen von Falk, von Wolfgang, von Aaron, von einem anderen Wolfgang, von Katharina, von Thomas, Christian, Robin, Stefan, Jörg, Mohammed, Christian, André, Katja, Pascal, Martin, Wladimir und Stefanie. Vielen Dank euch allen, und wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun unter dem eingeblendeten Link paypal.me/3j1000 oder eben unter der Bankverbindung, die ihr unter diesem Video seht. Da verlässt mich schon meine Stimme ganz am Anfang der Sendung. Ach, die ganze letzte Woche habe ich da niedergelegen quasi mit einer Erkältung. Ist ja unglaublich, jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder in der Erkältungszeit. Wisst ihr, das regt mich wirklich auf. Ganz ehrlich, regt mich das auf. Ich habe da so Badezeug, Eukalyptus, da steht drauf Erkältungszeit. Ja? Als wäre das wie so ein Naturgesetz, dass man sich um diese Jahreszeit eben erkälten muss. Das ist eben jetzt die Erkältungszeit, so wie das andere ist. So hier die Badezeit oder die Schlittenfahrzeit oder so. Das ist eben die Erkältungszeit. Und da müsste man ja fast etwas schäbig anmerken, hoffentlich kommt der Klimawandel bald auch zu uns nach Deutschland, damit diese Erkältungszeit der Vergangenheit angehört. Nee, aber Scherz beiseite, der Klima... Die Guillotine gegen Kopfschmerzen. Guillotine gegen Kopfschmerzen. Ja, völlig richtig, ja. Und das sehen auch viele, viele Menschen genauso. Derzeit, diese Woche, ist Berlin... Von jede Menge Menschen blockiert worden. Hier sehen wir mal einen Trailer von Extinction Rebellion. Dieser Trailer, den haben wir mal von der vom YouTube-Kanal von Extinction Rebellion Deutschland eingeblendet. Und wir sehen, es gibt jede Menge Brandherde auf der Erde. Es gibt Plastik im Wasser, es gibt viel zu viel Verkehr, es gibt vor allem viele Umweltgifte. Es gibt Politiker wie Boris Johnson, die Klimaaktivisten als haschisch riechende, unkooperative Krustentiere bezeichnen. All das sind Dinge, gegen die Menschen hier protestieren. In Berlin hat Extinction Rebellion mehrere Brücken und Plätze blockiert. Extinction Rebellion ist in England im Jahr 2018 groß geworden und hatte im April 2019 laut Eigenaussage schon in 49 Ländern auf 6 Kontinenten 331 Ortsgruppen. In Deutschland gibt es auch welche, selbst in Leipzig. Die treffen sich da, die haben auch letzte Woche schon dort die Aktionen geplant, und da haben dann die Leute, die dort waren, dann erfahren, dass unter anderem auch die Marshallbrücke in unmittelbarer Sichtweite zum ARD-Hauptstadtstudio auch blockiert werden sollte. Ja, und Extinction Rebellion hat eben mehrere Ziele. Sie wollen erstens die Wahrheit sagen, die Wahrheit, wie schlimm die klimatischen Veränderungen tatsächlich sind. Sie wollen, hier sehen wir übrigens auch gleich nochmal den neuesten Stand vom Tagesspiegel hier. Die Aktivisten haben sich vor der CDU-Parteizentrale festgeklebt am Konrad-Adenauer-Haus. Das finde ich gut. Was heißt festgeklebt?
Sie müssen sich an der Fensterfront des, hier steht, Sie haben sich an der Fensterfront des Adenauerhauses festgeklebt. Keine Ahnung, wie die sich da festgeklebt haben. Oder wie? Das ist wahrscheinlich, ja. Mehr weiß ich nicht. Hier sehen wir auch nochmal übrigens die Aktionskarte. Also Marschallbrücke ist seit Mittwoch blockiert. Mühlendamm, Potsdamer Platz, Konrad-Adenauer-Haus. Ah, steht hier Donnerstag geräumt, ist wohl schon wieder, haben sie wohl schon wieder geräumt, Siegessäule haben sie geräumt. Also, die Polizei ist da ordentlich unterwegs und haben auch geschrieben, sie räumen die jetzt nicht mehr ganz so freundlich weg wie am Montag noch. Also, Ziele von Extinction Rebellion, dieser Bürgerbewegung ist, tell the truth, also die Wahrheit über die klimatischen Veränderungen und deren Folgen sollen in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden. Sie fordern ein sofortiges Umsteuern in der Klimapolitik und fordern null Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2025. Das ist ein sehr umstrittenes Ziel. Es wird gesagt, also wenn man das erreichen wollte, müsste man eigentlich den Wirtschaftsstandort Deutschland komplett schließen. Aber es ist eben ein Ziel von denen. Und sie sagen Beyond Politics. Also sie haben vor, Bürgerversammlungen einzurichten. Das finde ich hochinteressant. Die dann zusammen mit der Politik bestimmen sollen. Also sie sollen mit der Regierung, sie sollen der Regierung sagen, diese Bürgerversammlungen, was die Regierungen zu tun haben. Das finde ich eine sehr interessante Stelle, denn an der Stelle sieht man, dass es hier nicht mehr nur um die reine Klimapolitik geht, sondern es geht um die ganze Art und Weise, wie die Demokratie in unserem Land geschieht und nicht nur in unserem Land. Wie findet ihr beide das? Ich bin seit jeher ein Anhänger der direkten Demokratie. Ich finde, das kann man sehr schön sehen an der Schweiz, was das für Effekte hat. Die Leute sind, wenn sie dieselben, die Entscheidung selber treffen müssen, werden sie sehr vernünftig. Es wird also nicht 80 Tage Urlaub und keine Steuern beschlossen, wie das am Anfang immer dargestellt wurde bei uns, oder die Todesstrafe eingeführt oder sonstiges. Und seit Josef Beuys, das war ja einer der Gründe, Omnibus für direkte Demokratie, also klar dafür. Und ich finde, genau darum geht's. Wir haben, man kann sagen, 30 Jahre seit den ersten Konferenzen ist tatsächlich nichts passiert. Wenn wir jetzt davon reden, dass 2025 nicht durchführbar ist, sondern der Industriestandort weg ist, 30 Jahre ist nichts passiert. Also das heißt, die Politik hat praktisch nachgewiesen, dass sie nicht in der Lage ist, dieses Problem anzugehen. Also brauchen wir andere Lösungen. Und das sieht aus, als wären die hier wirklich auf der Spur. Die Tagesthemen berichten darüber, wie können die es wagen, Berlin lahmzulegen. Es gibt also auch erzürnte Autofahrer, die hier in diesem Bericht der Tagesthemen, den wir auch verlinken, die da zu Wort kommen, die sagen, ja, die hier, das ist hier Gewalt, ich muss hier immerhin zur Arbeit und so weiter und so fort. Aber ja, die Frage ist natürlich, was will man denn sonst noch machen, wenn die Regierung seit 30 Jahren da nicht handelt. So, hier sehen wir auch diese Rote Armee. Ja. die Rote Umweltarmee-Fraktion. Die habe ich selber nicht gesehen, aber mir hat jemand erzählt, das ist eine hochinteressante Sache. Also die laufen ja rum wie, sag ich mal, Mönche. So, sieht aus wie eine Pest, ein Pestumzug aus dem Mittelalter. Und in extrem langsamen Bewegungen, alles sehr langsam, völlige Stille. Und gehen da langsam entlang, und das hat so, zieht neben sich her und um sich herum eine Zone des Schweigens, der Stille. Vollkommen ungewöhnlich für eine Demonstration, wo es ja Trommeln und Trillerpfeifen und Slogans normalerweise gibt, und erzeugt eine sehr interessante Atmosphäre, die der Sache, der Ernsthaftigkeit der Sache angemessen ist. Was allerdings Jutta Ditfurth und ähnliche dann Oliver Janich sozusagen in Personalunion dazu gebracht hat, von irgendwas Okkultem zu sprechen. Es ist aber sozusagen ein Effekt aus der, sag ich mal, aus der Inszenierung, aus dem Theater. Sehr interessant, was dort passiert. Das ist halt, holt einem raus aus dem, was man normal dabei empfindet. Also ich finde es sehr gelungen. Ja. Ja, es hat was Rituelles sozusagen. Mhm. Ja. Und was die Leute da inszenieren, also jetzt nicht nur hier die Gruppe mit den roten Gewändern, sondern was die ganze Extinction Rebellion Bewegung erreichen will, ist erstmal Aufmerksamkeit, die wichtigste Währung, die wir haben vielleicht. Mhm. Und was Robert am Anfang gesagt hat, dass man beyond politics gehen muss. Seit 92, seit der Rio globalen Veranstaltung zum Klima, ist wirklich nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und dass jetzt eine neue Generation, eine junge Generation
darauf aufmerksam einfach nur macht und sagt, hallo, ihr habt seit 30 Jahren, schaut ihr zu, wie alles kaputt geht hier und es muss sich was ändern. Und offenbar sind unsere Parlamente und unsere bisherigen Institutionen der Politik dazu nicht willens oder nicht in der Lage. Und deshalb brauchen wir etwas jenseits. Das heißt, ja, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie und so weiter. Und deshalb finde ich das gut. Und es muss mehr von diesen Bewegungen und Menschen geben, die sozusagen jetzt nicht nur über CO2 oder über Klimaerwärmung reden, sondern die dahin kommen, ja, letztlich die Systemfrage zu stellen. Irgendwas stimmt doch nicht an einem Betrieb, der vor 30 Jahren feststellt, was Sache ist mit der Umweltzerstörung, mit der CO2-Emission und der 30 Jahre lang einfach nichts tut. Da ist am System was faul. Und ich finde, dass das jetzt hier mit solchen Aktionen irgendwie sehr deutlich wird und unterstütze es deswegen auch. Ja, hier sehen wir übrigens die Versammlung am Potsdamer Platz, wo die Polizei gerade dabei ist, die Aktivisten wegzuschaffen. Die haben sich da wirklich sehr schöne Sachen ausgedacht. Zum Beispiel hier bei 258 gibt es eine große Katze, die weggetragen wird. Das ist ganz toll. Moment. Also habt ihr das gesehen? Hier ist die. Nee, das wollen wir nochmal gucken. Also da kommt jedenfalls jetzt gleich so eine große Katze, die da, oder ist sie jetzt schon vorbei? Warte mal, ich gehe nochmal hier hin. Die haben da jedenfalls so eine große Katze und eine Figur in einem riesengroßen Katzenanzug, die immer zwischen den Polizisten rumscharwenzelt ist und dann so eine weiße Fahne geschwenkt hat. Genau, bei 255 oder so. Also ich finde es jetzt gerade nicht. Jedenfalls, das Video werden wir auch verlinken. Okay, also da haben sich ganz viele Leute was dabei gedacht und jetzt ist die Frage, sind all diese Menschen, die sich hier die Nächte um die Ohren hauen im kalten Berlin, sind die alle einer kollektiven Wahnvorstellung erlegen? Gibt es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel oder nicht? Das ist die Frage, die wir jetzt in dieser Sendung debattieren. Und eine Galionsfigur dieser gesamten Geschichte ist natürlich Greta Thunberg. Greta Thunberg ist diejenige, die die Fridays for Future Bewegung ins Leben gerufen hat durch ihre Schulstreiks. Jeden Freitag wird gestreikt fürs Klima. Ach, übrigens noch eine Sache, Rebellion Extinction. Zu Rebellion Extinction wollte ich noch was sagen. Extinction Rebellion. Habe ich jetzt... Ja, Extinction Rebellion, ich bring's immer durcheinander. Extinction Rebellion, die sind auch umstritten, denn es gibt hohe Spendensummen aus den USA. Hier die Taz schreibt zum Beispiel hier, große vermögende Philanthropen aus den USA, also Investoren, Dokumentarfilmer und so weiter, haben einen Climate Emergency Fund gegründet und Extinction Rebellion mit $500.000 ausgestattet. Man kann auch als Deutsche, also jede Lokalgruppe kann da auch so Anträge stellen. Es gibt da also auch im Internet kursieren so Anträge, aus denen hervorgeht, dass wenn man jetzt finanzielle Unterstützung braucht und irgendwie einen Platz, irgendwie um da hinzukommen und sowas, kriegt man da auch wirklich Geld von denen. Weswegen einige Leute im Internet glauben, dass die ganze Bewegung gekauft ist. Und solche ganz ähnlichen Vorwürfe gibt es eben auch bei, hier sehen wir eine dieser Spenderinnen. Und ganz ähnliche Vorwürfe, gehen wir vielleicht mal kurz von meinem Bildschirm weg, dann kann ich hier mal in Ruhe das andere aufrufen, gibt es auch von... Darf ich mal gerade dran erinnern, wir reden hier von 500.000 Pfund, waren es, glaube ich, was da stand, oder waren es Dollar? Dollar stand da. 500.000 Dollar, 500 Millionen sind gespendet worden von Exxon und von den Koch-Brüdern, 500 Millionen Dollar, um diese Geschichte des CO2 ist eine Lüge zu pushen. Das heißt, dafür Institutionen zu gründen, Thinktanks zu gründen, NGOs zu gründen, mit denen auch zum Beispiel Leute wie Eike direkt in Verbindung stehen, Heritage Foundation zum Beispiel und andere, gibt es eine ganze Reihe. Also das heißt, das ist die Relation. Und also 500.000, sorry, das ist kein Betrag und ich hoffe, es kommt noch deutlich mehr rein und ich hoffe, es kommt auch von Leuten, die Geld haben, rein, weil dieses Thema betrifft alle. Es ist ein Thema, jeder, der Kinder hat, auch wenn er Geld hat,
kann an dieser Stelle, muss er sich entscheiden, auf welche Seite er geht. Und ich werde gegen niemanden argumentieren, der auf der richtigen Seite der Barrikade auftaucht. Ja, das ist die Frage, wird eine Idee dadurch diskreditiert, dass jemand oder dass dazu Leute Geld spenden? Dann könnte man auch sagen, von wem sind wir eigentlich finanziert worden? Wenn wir morgen 500.000 bekommen fürs dritte Jahrtausend von einem großzügigen Spender oder Spenderin, die sagen, hier, macht mal dies, macht mal jenes, stellt noch ein paar Leute an und sendet alle zwei Tage statt alle zwei Wochen. Mhm. Ja, wird dann dadurch, wenn wir jetzt so eine Großspende bekämen, wird dann da das falsch, was wir machen? Oder ist das dann nicht mehr gut? Jetzt ist es gut, solange wir von Kleinstspendern da uns finanzieren müssen. Aber sobald ein Großer kommt, sind wir dann desavouiert? Ich glaube nicht. Ja. Und wie schon Dirk sagte, was sind 500.000 von irgendeiner reichen Erbin da Das sind alles Leute, der erinnert euch an die Französische Revolution, kann ich nur sagen. Also ich habe in den philosophischen Schriften, da sind sehr viele Adlige, die sich da eingesetzt haben für die Revolution. Waren die alle gekauft oder was? Ja? Oder in den 10er und 20er Jahren Intellektuelle, die sich für den Marxismus eingesetzt haben. Waren die alle von Russland finanziert? Und mir wurde bei der Friedensbewegung gesagt, dass das alles von Moskau gesteuert und finanziert ist. Ist das so gewesen? Ja? Das sind immer diese These kommt immer, es ist eine der billigsten, die es überhaupt gibt. Und wir hatten ja darüber geredet, was hat die Politik bisher gemacht, was ist da gekommen. Und jetzt, die werden von Großspendern, also in den USA mit Superpacks, ist alles legalisiert, dass die Politik quasi gekauft werden kann. Und an dieser Stelle sind jetzt große Bedenken, wenn 500.000 Euro oder 100.000 Dollar, das ist dann moralisch katastrophal. Sorry, das sind alles diese Argumentationen, die eigentlich nur dazu dienen sollen, um zu verhindern, dass es etwas wird. Genauso, wenn eine Demonstration ist, dass man sagt, hier darf nicht blockiert werden. Es ist alles erlaubt, solange es keine Wirkung hat. Darum geht es. Sobald es anfängt, in den Bereich der Wirkung zu kommen, geht der Apparat dagegen los und dem gehen die Diskreditierungen los. Es gibt aber auch von anderer Seite Warnhinweise, sich an Extinction Rebellion zu beteiligen. Und wir haben ja auch noch, können wir vielleicht nochmal die Bauchbinde zu Extinction Rebellion einblenden. Die große deutsche Denkerin Jutta Ditfurth warnt dringend davor, mit Extinction Rebellion zusammenzuarbeiten. Hier sehen wir ihre Twitter-Folge. Sie empfiehlt auch eindringlich, Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären, dass sie sich lieber an Fridays for Future beteiligen sollen. Denn Jutta Ditfurth bringt jede Menge Argumente dafür. Ich glaube, Matthias, du hast sie auch angeguckt. Ja? Was ist da hier von Jutta Ditfurth? Was kommt da? Ja, wie gesagt, was jetzt hier gerade läuft, das ist wirklich eine super tolle Querfront. Die reicht von der AfD bis zu so einer Ökolinks oder so heißt ihr Verein. Ja, Ökolinks. Aber auch nur eine kleine Sekte letztlich noch in Frankfurt-Bornheim. Die stellen sich jetzt gegen Extinction Rebellion, haben sich auch gegen die Mahnwachen ausgesprochen. Also überall, wo Tante Jutta nicht in der ersten Reihe steht, ja, wird das alles gleich reaktionär, antisemitisch und überhaupt haltet eure Kinder fern. Ja, also ich kann die Dame, die ich früher mal sehr geschätzt habe, leider schon lange nicht mehr ernst nehmen. Es ist, hier steht, es ist keine gewaltfreie Klimabewegung, sondern eine religiöse, gewaltfreie, esoterische Sekte, die an die Apokalypse der baldigen Auslöschung der Menschheit glaubt und Selbstaufopferung empfiehlt. Und Extinction Rebellion. Das ist ja Gandhi. Dass Gandhi ganz böse ist, lest das doch mal vor. Also Gandhi ist ein Antisemit, habt ihr auch noch nicht begriffen. Also steht direkt links neben Ken, ja, und ist jemand, der ganz gefährlich ist, ja. Genau. Ja. Extinction Rebellion bezieht sich ideologisch unter anderem auf Gandhi. Der war keineswegs gewaltfrei. Vergewaltigte Frauen waren für ihn keine Menschen mehr. 1938 forderte er die Jüdinnen und Juden in Deutschland auf, sich gewaltfrei in die Messer ihrer Schlechter zu stürzen und kollektiv Selbstmord zu begehen. Auf keinen Fall dürften jüdische Menschen sich wehren. Also da haben wir wieder diesen Bezug zum Antisemitismus. Danke Jutta Ditfurth auf die Idee, das mit Extinction Rebellion das irgendwie in Verbindung zu bringen. Oder mit Gandhi überhaupt. Ich meine, das ist grotesk, ja. Das ist sozusagen. Aber das Problem ist ja nicht so sehr, dass diese Dinge aus ihr raus wollen, sondern das Problem ist, dass sie bei Dreisat und in den öffentlich-rechtlichen und in den Zeitungen reinkommen, ja.
dass es, sie hat eine Wirkung entfaltet damals, die Mormanwachenbewegung und unter anderem Ken Jebsen zum Beispiel zu diskreditieren. Das hat funktioniert in den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist eigentlich diese erstaunliche Tatsache, dass es dieser Mini-Sekte Ökolinks mit Jutta Ditfurth gelingt, immer wieder in den Medien Aufsehen zu erzeugen und zitiert zu werden und diese kruden Ideen an Publikum offerieren zu können, abgesehen von dem, was sie sich selber erzeugt. Sie wird tatsächlich gehört. Das finde ich doch sehr erstaunlich. Mit solchen Thesen. Es wird immer absurder. Sie erinnert mich ein bisschen an die Europäische Arbeiterpartei oder solche Geschichten. Ja. Wie gesagt, die Frage ist, wann kommt Kulturzeit um die Ecke? Wieder mit Jutta Ditfurth, wie damals bei den Mahnwachen. Ja, genau. Okay, so, aber jetzt kommen wir doch wirklich zu Greta Thunberg, denn dieses Mädchen spaltet die Gesellschaft, das muss man so sagen. Sie war, ich habe hier ein schönes Bild auf meinem Bildschirm, das können wir ja vielleicht mal zeigen, genau. Sie ist die Galionsfigur der Fridays for Future Bewegung, seit sie angefangen hat, vor dem schwedischen Parlament war es, glaube ich, ne? Für Klimaschutz zu demonstrieren. Und es gibt viele Kontroversen, die sich um ihre Person entspinnen. Aber reden wir doch, reden wir doch erstmal über diese ganze Frage, ist sie eine Marionette oder nicht? Es gibt da ja ein Unternehmen namens We Don't Have Time von einem Ingmar Renshoog, die haben ein soziales Netzwerk für alle gegründet, die Teil der Lösung der Klimakrise sein wollen. Und Renshoog war einer der ersten, der im August 2018 über sie berichtet hat. Und wie wir von korrektiv.org erfahren haben, war Ingmar Renshoog nicht ganz zufälligerweise vor dem Parlament, sondern er hat vorher davon erfahren, dass die dort sitzen wird. Und hat sich dann dorthin begeben und hat dann darüber berichtet und hat auch Greta Thunbergs Bild und so weiter auch in Prospekten für seine eigene Firma verwendet. Und daher kommt der Vorwurf, dass die ganze Geschichte eigentlich nur auf dem Mist von diesem Ingmar Renshoog gewachsen ist und dass sie sich instrumentalisieren ließe. Dirk, du hast die Sache auch dir angeguckt, was ist dazu zu sagen? Naja, die Tatsache, dass jemand versucht, sich da sozusagen dran zu hängen, das würde ich sagen, ist richtig. Das wird auch in Zukunft kommen. Es wird, je bedeutsamer sie wird, versuchen Leute mit ihr auch entsprechende Foto-Ops, wie das im PR-Deutsch heißt, also Fotogelegenheiten, Videogelegenheit zu kriegen, wie zum Beispiel Barack Obama oder andere in dem Zusammenhang. Sie selber ist gerade bei den Lakota-Indianern gewesen, was mich sehr beeindruckt hat. Also das ist klar, sie hat sich dann getrennt von Renshoog. Renshoog ist jemand, der versucht hat, das zu nutzen. Aber auch da würde ich sagen, guckt euch das genau an. Also ich möchte das Beispiel mal bringen, als die Beatles angefangen haben zu spielen. Ja, und wenn die Leute begeistert sind, also Musik ist so ein schönes Beispiel, eine Popgruppe, dann geht das auf einmal raketengleich los. Ist das deswegen, weil dort hinter eine super intelligente Plattenfirma steht, die das pusht? Und wenn es die Plattenfirma ist, kann sie jede beliebige Person dazu machen. Also ist die Tatsache, dass jemand plötzlich großen Erfolg hat, große Aufmerksamkeit gelingt, ein Beleg dafür, dass irgendeine andere finstere Geschichte dahinter steht. Also bei Greta ist es so, dass sie, würde ich sagen, durch ihre, ich bin beeindruckt, ja, bin beeindruckt von dem, was sie sagt oder auch in den Interviews, guckt euch Interviews an, als sie gerade in den USA war, mit Amy Goodman zum Beispiel, wo auch über Asperger geredet wurde, also über all solche Fragen, auch von der Familie. Sie ist eine Person, die auf jeden Fall beeindruckt, ja, und die Tatsache, dass andere Leute so versuchen, mit ihr Geschäfte zu machen wie Renshoog, sind kein Beleg, dass sie jemand ist, der unglaubwürdig ist. Also das heißt, Jonathan Cook hat einen sehr schönen Artikel in Guardian geschrieben, fast poetisch teilweise, wo er sagt, wenn jetzt Martin Luther King, ist das nur die Person und die Leute, die da dran sind, oder haben die Ideen einen eigenen Wert? Ist die das, was er gesagt hat, sind seine Vorstellungen, seine sozusagen Vision, I have a dream, ja, ist das nur deswegen wirksam, weil irgendjemand geschickt gesteuert hat? Also ich erinnere noch mal daran, in meiner Jugend war es so, überall, wo Fortschritt
möglich werden sollte, ob es Abrüstung war oder Ökologie, wurde immer Moskau gewittert. Ja, da waren sozusagen immer die Kommunisten dahinter. Ich habe in meinem Bücherregal einige Bücher, die mir nachweisen sollten, dass die Friedensbewegung und die Ökobewegung in Wirklichkeit alle Moskau und DDR gesteuert sind. Und bei uns war es zum Beispiel, also ich sage bei uns damals in der Stadtbahn West, ich komme ja aus Mühlfelden-Walldorf, da gibt es die DKP. Und was habe ich dann gehört? Die DKP hat natürlich mit ins demonstriert und hat versucht, auf diese Weise Zustimmung zu bekommen. Und dann wurde gesagt, die stehen dahinter, die steuern das. Und ich bin es leid, diese Argumente immer zu hören. Also das heißt, Greta, ich gehe davon aus, dass da noch ganz andere Leute versuchen, sich diese Bewegung zu kapern. Das wird eines der Probleme sein. Ja, aber es ist nicht der Ursprung und es ist nicht ein abgefeimter Plan, der umgesetzt wird, in dem Greta nur ein kleines Steinchen ist, das von ganz anderen Leuten rumgeschoben wird. Sie hat sich von Renzo getrennt. Ja? Und sie tritt aber trotzdem in sehr, sehr großen Foren auf, wie zum Beispiel eben vor den Vereinten Nationen. Dort hat sie eine 4-Minuten-18-sekündige Rede gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Und die würde ich jetzt gerne mal kurz einspielen, damit wir wissen, auf welche Art und Weise Greta Thunberg argumentiert. Bitteschön. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal.
The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. So, also wir sehen eine sehr emotional vorgetragene Rede und sie hat auch dabei auffällige Wortwiederholungen gemacht. Es gibt nicht wenige Leute, die anzweifeln, dass Greta Thunberg ihre Reden selbst schreibt, unter anderem hier ein Germanistikprofessor. Das Handelsblatt schreibt darüber hier auf dieser Webseite die rhetorischen Tricks der Greta Thunberg. Da steht hier der Karl-Heinz Göttert, ehemaliger Germanistikprofessor an der Uni Köln, sagt, er glaubt kaum, dass Greta die Reden wirklich selbst geschrieben hat. Sie sind einfach zu perfekt und stecken voller sehr geschickt eingesetzter rhetorischer Mittel. Und was sind das für rhetorische Mittel? Also ich muss auch sagen, ich war überrascht, was es da eben alles gibt. Also diese eindeutige Polarisierung, die sie da macht. Ja, sie sagt, die Jungen gegen die Alten verbrauchen die Zukunft der Jungen. So, das ist ein rhetorisches Stilmittel der Polarisierung. Genau wie diese Wiederholung von How dare you, how dare you, how dare you. Immer wieder dieses, ja, das kennt man eigentlich aus politischen Reden, das kennt man von Obama, wenn man sich damit mal beschäftigt. Es gibt hier auch, hier sieht man zum Beispiel mal eine schöne Webseite, wo politische Reden analysiert werden, was da eben so drin, wie man das macht. Und da gibt es auch hier zum Beispiel, ja, die Polarisierung durch Freund- und Feindbilder, ja. You've stolen my future und so. You've stolen my dreams und so. Also, man muss schon sagen, sie polarisiert eindeutig. Oder wie seht ihr das? Ja, ja, aber es ist ja wunderbar, sag ich dann nur, ja. Soll die da irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, Rotkäppchen und der Wolf vorlesen, wenn sie bei der UN redet? Natürlich polarisiert sie. Jede politische Bewegung muss polarisieren, wenn sie irgendwas erreichen will. Ich habe mir die Rede auch angehört und einige Interviews und so weiter. Da kann ich also bei, ich weiß nicht, 90 oder 95% von dem, was sie sagt, nur sagen, d'accord, ja, sehe ich genauso. Sie hat recht. Sie hat doch auch recht zu sagen, hallo, ihr Erwachsenen, ich bin 16. Ich muss hier noch 50, 60, 70 Jahre zubringen auf dem Planeten. Ihr verabschiedet euch in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten. Ich finde, das ist völlig okay. Wo man drüber streiten kann, ja, das ist doch alles Panikmache, Alarmismus, es ist doch alles gar nicht so schlimm, ja, das ist ja so eine Position. Aber kenne ich auch. Dirk hat eben schon mal die Vergangenheit angesprochen, Startbahn West, ja. Und wenn wir als junge Menschen damals die Bundesrepublik Deutschland aus verschiedenen Gründen kritisiert haben, ja, dann wurde eben auch immer gesagt, ja, aber uns geht's doch gut hier, mach doch mal keinen Alarm. Und wenn du auf Ungerechtigkeiten hingewiesen hast, dann wurde gesagt, ja, ist doch nicht so. Und wenn du nicht aufgehört hast damit, dann wurde gesagt, du bist aus Moskau gesteuert, ja. Und so ist es doch jetzt auch hier gerade in Italien, wo ich bin, ist mir aufgefallen, dieses Bashing von Greta ist hier deutlich geringer. Also die wird nicht beschimpft oder irgendwie runtergemacht als gesteuerte Marionette. Sie war ja auch beim Papst. Ja, und dass sie diese Möglichkeiten hat, bei der UN zu reden, mit dem Papst und Obama und sonst wem. Ja, das hat jetzt einfach damit zu tun, dass sie globale Aufmerksamkeit bekommt und zwar von ihresgleichen. Es gab in Pakistan Demos von jungen Menschen, in Afghanistan und so weiter und so weiter. Also sie steckt ihre Generation an. Und da kann ich nur sagen, prima, Jungs und Mädels, macht weiter und belasst es nicht dabei, nur freitags zu demonstrieren.
ich habe vor ein paar Wochen schon oder einen Monat geschrieben, wir brauchen ein, zwei viele Zopfgretels. Also als Zopfgretel wird sie ja runtergemacht. Also wenn ihr euch auf so bestimmten Facebook und sonst wie Seiten, also dieser Hass, der auf dieses Mädchen mit 16 Jahren, die gut reden kann, ob da jetzt jemand redigiert hat, diese Rede oder nicht, ja, ihre eigene Aussage ist, dass sie ihre Reden selber schreibt, dass sie die nicht selber schreibt, und das nehme ich ihr auch ab. Das ist ein kluges Mädchen und die mit 16. Naja, und sie hat zwei einflussreiche Eltern, Schauspieler und Opernsängerin war es, glaube ich, ne? Ja, und, da muss man natürlich auch sagen, wenn sie als 16-Jährige mal ihre Eltern fragt, ob er das so sagen kann, für sich ist auch kein Problem so. Völlig in Ordnung, ja. Und selbst die Interviews an. Also das heißt, wenn hier gesagt wird, ihr müsstet ja einen Riesenunterschied feststellen zwischen den Interviews und dem, wenn sie eine Rede hält, aber sie ist in einem Interview eben auch sehr klug. Ja? Also dass wenn man dazu hört, ist es so, die ist einfach beeindruckend und sie sagt die Wahrheit und sie sagt sie vollkommen ungeschminkt und sie hat keine Angst. Und ich behaupte, dass ich habe das ja mehrmals gesagt, meine Generation weiß, ich weiß, seit ich 18 bin, sozusagen, wie die Sache aussieht. Wir haben halt, es ist nichts passiert. Kannst jetzt sagen, wir haben nichts gemacht, stimmt aber eigentlich nicht, sondern es ist nichts im Wesentlichen passiert. Und viele Leute, die in wichtigen Positionen sitzen, zum Beispiel, die dann Kyoto unterschrieben haben, ja, oder die in Paris bei einem Klimaabkommen dabei war, die wissen doch, dass sie nichts machen, ja. Und dann kommt dieses Mädchen und das ist tatsächlich ein Weckruf und das ist etwas, wenn jetzt zum Beispiel solche Leute wie die Hearst-Erben da etwas Geld reinsteckt oder Dokumentarfilme, ja, würde ich gerne tun, wenn ich so viel Geld hätte. Das heißt, das ist doch kein Beleg dafür, dass es eine gesteuerte Rhetorik ist. Also das Mädel ist einfach sehr fit, ja, und die hat diese Gabe, sonst wäre sie nicht dahin. Und wenn euch das anguckt, wie gesagt, bei den Interviews, merkt man, dass sie es auch dort beherrscht. Also was ist daran schlecht? Man kritisiert jetzt eigentlich, dass sie Erfolg hat. Ja? Das kommt mir so ein bisschen als linke Problematik rüber, dass eigentlich links muss verlieren. Dann ist es echt. Ja? Wenn irgendwo was funktioniert, wenn sie auf die Gewinnerseite wechseln, wenn auf einmal Zustimmung ist, wenn eine neue Bewegung, dann kommen gerade aus dem linken Ecke kommen Leute, die nachweisen wollen, dass das alles nicht echt sein kann, weil es Erfolg hat. So, und Rainer Mausfeld, der uns ja allen bekannt ist, der hat einen interessanten Artikel geschrieben auf Rubicon über die Bewegung und um die Diskussion um Rainer Mausfeld. Und er sieht in dieser Diskussion um die Rolle, die da Greta Thunberg spielt, ein Ablenkungsmanöver. Er schreibt, diese personalisierte Diskussion ist völlig irregeleitet. Durch sie wird ein im Grunde berechtigtes Misstrauen gegen politische Handlungsmotive der Zentren der Macht gegen ein psychologisches Ablenkziel umgelenkt. Tatsächlich zeigt diese Personalisierungsdiskussion noch einmal, wie erfolgreich die Zentren der Macht bewährte Spaltungstechniken einsetzen, mit denen sich erfolgversprechende, das heißt für sie möglicherweise bedrohliche, emanzipatorische Bewegungen zersetzen und neutralisieren lassen. Das ist tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine Sache, die wir immer wieder beobachtet haben, auch bei Occupy Wall Street, bei den Montagsdemos, also nicht jetzt bei der Wende, sondern bei den kürzlichen Montagsdemos und jetzt eben auch in der Klimageschichte. Und der ganze Grund dieser Polarisierung in der Gesellschaft, was ist jetzt mit Greta Thunberg oder nicht, entzündet sich meiner Meinung nach eben an der ganzen großen Frage, gibt es nun jetzt einen menschengemachten Klimawandel oder nicht? Das ist ja jetzt eigentlich das große Thema, über das wir diskutieren, aber wir mussten doch erstmal am Anfang ein bisschen mal zusammenfassen, was hier gerade aktuell geschieht und wer die Hauptakteure sind, bevor wir uns diesem großen Thema widmen. Dirk. Ich will nochmal, es gibt ja einen zentralen Punkt. Man muss sich darüber klar sein, wenn man diese Sache betrachtet, wenn man die Effekte betrachtet, dann ist es so, wir sollen jetzt darauf vertrauen, dass die politische Systematik, das Wirtschaftssystem, was uns über 30 Jahre sagen wir 150 Jahre, aber so lange wissen Sie, seit 1970 wird ungefähr, ist bekannt, was los ist unter den Wissenschaftlern. Ja, da sind die ersten Studien gekommen. Seit der Zeit führt uns dieses Wirtschaftssystem in die Probleme rein. Und wir sollen glauben, dass uns dieses Wirtschaftssystem, dieses politische System, was im Laufe dieser Zeit immer stärker wurde, die ganzen staatlichen Regularien sind ja zurückgefahren worden im Neoliberalismus, die Steuern wurden gesenkt,
Es sind sozusagen privatisiert worden, große Strukturen sind zugunsten von Privatisierung zerschlagen worden. Ja? Das heißt, das System hat uns in diese Situation reingebracht und jetzt auch die glauben, dass dieses System uns wieder rausführen wird. Also das heißt, jemand, der vernünftig denkt, wisst ihr, in dem Moment ist klar, dieser Klimawandel, wenn man stringent rangeht, sagt, wir brauchen einen Systemwandel. Diese Systematik, die uns hier reingebracht hat, die uns in 30 Jahren nicht rausführen konnte, muss ersetzt werden durch etwas anderes, wenn es denn so relevant ist. Darum, und deswegen geht der Streit darüber, ist es so relevant? Deswegen wird gespalten von der anderen Seite. Ja, deswegen wird gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns äußern, Matthias Bröckers und ich, dann steht unter unseren Kommentaren, ihr spaltet. Bei Rainer Rupp steht das aber nicht drunter. Ja, also das heißt, der Spaltvorwurf wird zum Schweigen eingesetzt und von anderer Seite intern sogar und von anderer Seite wird gesagt, wir sollten darüber nicht so diskutieren, das spaltet die Bewegung. Die Frage ist aber, ist es nicht so, dass wir darüber reden müssen, kann man innerhalb dieses Systems das Thema Klima überhaupt angehen? Und das ist das, wovor die anderen Eliten Angst haben. Das ist das, können wir auch noch zeigen, wo gesagt wird, an dieser Stelle müssen wir die Diskussion unterbrechen und wir müssen spalten. Und dieses Spalten wird gemacht unter anderem durch den Spaltungsvorwurf. Ich wollte noch nur zu Greta sagen, ihre Rhetorik ist ja tatsächlich eine, die sozusagen nicht auf nicht beruht auf Konsens, nicht auf ich rede euch mal nach dem Mund, damit ihr mit dabei seid. Sie klagt an, ja, sie benennt die Verantwortlichkeiten. Das ist eigentlich, das kann man als Spalten bezeichnen. Man kann auch sagen, sie redet Klartext, ja. Sie versucht sich nicht einzuschleimen, nicht wie ein Politiker, der immer versucht, alle Gruppen mitzunehmen und seine Äußerungen so zu machen, dass er nirgendwo aneckt. Sie eckt an. Und das ist genau der Punkt. Dieses Problem ist groß. Ja, und wenn es groß ist, brauchen wir große Lösungen für das Problem, keine kleinen. Und Klimawandel bedeutet, wir müssen die Frage des Systemwandels stellen. Und daran hängt diese große Tragweite und warum so viel dagegen gearbeitet wird. Wir kommen mit den Sachen nicht mehr klar, wie sie sind, wie die systemischen Möglichkeiten sind, das Problem anzugehen. Also müssen wir über andere Sachen denken. Wir müssen aus diesem fossilen Verbrennen raus. Wie machen wir das? Das ist keine Kleinigkeit. Das kriege ich nicht mit 3 oder 5% Unterschied hin. Ja, ja so, deshalb, gut, aber, ja. Deshalb habe ich ja, wie gesagt, schon vor einiger Zeit gesagt, wir brauchen noch mehr Greta Thunbergs. Ja. Ja. Es muss das denn selbst wenn sie morgen, also der ganze Hass, der sich da in vielen Foren und so weiter entlädt, was wäre denn, wenn sie morgen nicht mehr da wäre? Wenn sie morgen sagt, ach, leckt mich am Arsch, ich mache jetzt Ferien und habe keine Lust mehr, oder sie wäre verschwunden. Sie hätte doch dennoch recht. Es ist doch gar nicht ihre Person. Sie ist sozusagen, da personifiziert sich in gewisser Weise ein Stück Wahrheit mit dieser jetzt ikonenhaften Hype, der auch um das Mädchen entstanden ist. Aber wenn sie morgen nicht mehr da wären doch trotzdem die Forderungen nach wie vor richtig und virulent und es müsste was getan werden. Ja, deshalb braucht es noch mehr solche überzeugten und gut argumentierenden jungen Menschen, die einfach auf den Tisch schauen und sagen, so, bis hierher und nicht weiter. Ich okay. habe ein bisschen Angst. Der einzige Punkt, also Putin hatte was gesagt, was ich ganz gut fand. Man macht sich ein bisschen sozusagen als Papa, macht man sich ja auch, wenn man das sieht, ein bisschen Sorgen. Macht um das ein bisschen Sorgen, okay. Mit 16, das ist so ein Punkt. Und ich habe auch ein bisschen Angst davon. Ich kenne ja diese Zyklen in der Öffentlichkeit. Das heißt, es wird erst jemand wird hochgebracht und dann beginnt die Attacke und dann beginnt der Hass. Ein Beispiel ist Lena, die Sängerin zum Beispiel, die auch mit einem gewissen Charme, also mit dieser Unverstelltheit einer Jugendlichen hochgekommen ist und dann mit der Güllepumpe unter Feuer genommen wurde. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich meine, man könnte auch sagen, bei Lena, wer stand denn da dahinter? Warum hat sie denn den European Song Contest da gewonnen? Welche finsteren Kräfte, welche Verbindungen, wer hat ihre Plattenfirma, wer ist da investiert? Hängt George Soros dahinter? Das kommt ja immer, also sozusagen, dass, ob man irgendwelche Ketten herstellen kann, dass irgendein Investor irgendwie damit zu tun hatte. Die ganze Popmusikszene, also aus der Zeit, als Markus und ich jung waren, also als Dinosaurier die Erde bevölkerten, da war das auch noch anders. Da gab es wirklich Garagenbands und da gab es Leute, die sind auf einmal innerhalb von Wochen, von Monaten, waren die Weltstars, ja.
das ist so ein Apparat, der extreme hohe Volatilität hat. Und das ist in der Politik eben auch so. Also auch Gandhi oder auch Martin Luther King, ja, diese Leute, das sind, die, weil sie einen Nerv getroffen haben. Und ich sage, Greta trifft einen Nerv, aber es ist richtig. Es ist nicht, und auch was Mausfeld. Mausfeld hat, das ist sehr, sehr klug, dieses Interview. Ich kann es nur empfehlen. Mausfeld ist halt einfach sehr klug, ja, und sehr gut. Der bringt das auf den Punkt und macht das eben als Struktur. Also nicht, es geht nicht um eine Person. Ich bin sozusagen nur diese Person, sozusagen, ich habe große Sympathie für sie, aber wir sollten uns nicht an der Person aufhängen und sie auch nicht verbrennen. Ich habe ein bisschen Angst um dieses Mädel mit 16, was da passiert. Es kann auch wieder abwärts gehen mit sowas, ja. Und zum Glück macht der Hass ihr nicht so viel aus. Aber das wäre auch was, also Frage, ob man das selber aushalten würde, was da kommt, ja. Wenn ihr euch dieses Fridays vor, wie hieß das, vor Hubraum oder was, ja. Wenn man sich das anguckt, was dort los war, ja, dann da sind halt solche Idioten, diese 0,5% Idioten, die dann eine Schusswaffe in die Hand nehmen und losgehen. So wie jetzt sozusagen, das, sowas wird angeheizt mit diesen Hassorgien. Ja. Und sie hat Asperger-Syndrom, das muss man auch sagen. Also ich habe mal eine Mutter kennengelernt von jemandem, also von einem Asperger-Kind, und die sagt, dass sie hält es für unverantwortlich, so ein Asperger-Kind da. Allein schon die Reise nach Amerika auf diesem Boot da, das muss die Hölle gewesen sein für sie. Aber sie scheint es ja ganz gut vertragen zu haben. Aber du hast völlig recht, ja, in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie selber hat dazu was gesagt. Sie hat auch sich zu dem Asperger, sie hat gesagt, das ist für sie eine gewisse Stärke. Sie ist sozusagen dieses Fokussierte. Und es ist ja, dass eben zum Beispiel diese emotionalen Sachen nicht so an sie rangehen. Das ist die Möglichkeit, das an sich abtropfen zu lassen, ist gegeben. Und ich kenne auch einige Leute, Asperger ist ja nicht eine einheitliche Krankheit, wo du sagen kannst, dass das verläuft wie, was weiß ich, also irgendeine Infektionskrankheit, wo ich den Ablauf ungefähr vorhersagen kann. Ich kenne sogar Kollegen, kenne zwei Kollegen, die Asperger sind, die mit dieser sozusagen Behinderung, dass die als Stärke haben. Ja, das ist für die eine Möglichkeit, also zum Beispiel Texte durchzuarbeiten. Ich erinnere daran, wir haben das mal gehabt hier, dass Geheimdienste gerne Leute mit Asperger nehmen, um Texte durchzuarbeiten, weil die stundenlang hochkonzentriert sich fokussiert an der Sache arbeiten können, ohne zu ermüden. Ja. Es ist so wie viele dieser Behinderung auf der anderen Seite irgendwie auch eine Seite haben, die anders aussieht, ja. Also jeder, der mit Mongoloiden zu tun hatte oder Down-Syndrom, wie das jetzt heißt, ja, auch sowas, der weiß, dass die zum Beispiel ungeheuer freundliche Menschen. Also die sind immer sozusagen, die verbreiten gute Stimmung, ja. Also das ist diese sozusagen Besonderheiten sind nicht nur Einschränkungen, sondern sie können auch genutzt werden. Und gerade bei Asperger gibt es auch Inselbegabung, nicht alle, ja, aber es gibt das. Gut, aber wie auch immer, wir wissen, dass sie Asperger hat, aber sie hat auf jeden Fall eine große soziale Welle losgetreten. Und jetzt reden wir doch mal über die Frage, gibt es denn nicht vielleicht sowieso schon die Lösung am Horizont zu sehen? Also es gibt ja da den Emissionshandel. Ja, wir wissen, dass die Firmen sich gegenseitig, Emissionsschutzzertifikate und CO2-Zertifikate abkaufen können und so weiter. Das ist doch eine super Lösung für den, wir haben da auch eine Bauchbinde dafür, glaube ich. Das ist so eine super Lösung für das ganze Problem, oder? Nein. Ja, ja. Ja, da haben wir doch einen schönen Einspieler. Ich finde, dass es sozusagen Verschmutzungsrechte gibt. Ja? Und dass man die erfindet. Ah ja, jeder von uns hat ein Verschmutzungsrecht. Und dann, und das ist halt eine clevere Sache gewesen, die schon auch in den 90er Jahren angefangen hat. Dass sich irgendwelche schlauen Wall Street Jungs gedacht haben, weil das Problem Klima, CO2 und so weiter war lange absehbar, gedacht haben, wie können wir denn daraus jetzt ein möglichst gutes Geschäft machen? Exakt. Und dann hat man sich überlegt, ja, wir könnten doch aus diesen Verschmutzungsrechten Finanzprodukte machen. Ja, und das ist jetzt eben dieser Emissionshandel, der gerade in diesem Klimapaket genannten, ja, das ist noch nicht mal ein Päckchen, das ist irgendwie ein Krümel, der Bundesregierung auch jetzt, ja, dann
wird jetzt ein CO2-Preis festgelegt. Da sagen jetzt manche, der ist viel zu niedrig. Wenn der höher wäre, dann würde es funktionieren. Aber in der Theorie sind ja solche Geschichten vielleicht, können die funktionieren. Aber bei dem Emissionshandel, also bei dem Handel mit Verschmutzungsrechten, funktionieren sie nicht. Und zwar seit 15 Jahren nicht. Exakt. Da haben wir, also das ist doch der entscheidende Punkt. Also es gibt einmal, kann man, ich würde solchen systemischen Lösungen nicht mehr trauen. Aber wir können vor allen Dingen praktisch, empirisch feststellen, sie haben nicht funktioniert. Also da, um nochmal zu erklären, was ist das? Du hast das Recht, ein gewisses Quantum, ja, sozusagen CO2 rauszugeben. Und wenn du jetzt einen Betrieb hast, der wenig CO2 produziert, und kann Betrieb, der viel CO2 produziert, zum Beispiel Zementherstellung oder Erdöl oder irgendetwas, kann sich dann Rechte erwerben. Und über die wundersame Welt der Marktwirtschaft, über den Preis, führt das dann dazu, dass immer weniger CO2 produziert wird, weil man ja ein Eigeninteresse hat. Also die Logik ist, ich mache eine marktwirtschaftliche Regelung, die dazu führen soll, dass ganz besonders effektiv, es würde immer mit Effektivität argumentiert, die CO2-Produktion runtergeht. Ich erinnere euch an die Tatsache, als damals die Katalysatoren kamen, als verbleites Benzin verboten wurde. Ja, und dann gab es Katalysatoren, da ist man anders vorgegangen. Da hat man nicht gesagt, ich mache jetzt eine neoliberale Lösung, wie ich das Blei aus dem Benzin rauskriege, über ganz geschickte Sachen, die dann wie so ein Klavier über 75 mechanische Verbindungen dann dazu führen. Ja, also das heißt, diese neoliberalen Lösungen, die Ideologie des Neoliberalismus, die in den 70er Jahren losging, wo ganz Chile nach zum Beispiel rekonstruiert wurde unter Pinochet, die durften da ja machen, was sie wollten, das kann man sich angucken, was dabei rauskommt, die hat bewiesen, dass sie nicht funktionieren. Ja? Und auf diesem Weg weiterzugehen, ist das Industrieinteresse. Ich kann noch ein anderes Beispiel sagen, Neoliberalismus bedeutet Steuern senken, privatisieren und Sozialleistung kürzen. Ja, das ist der Dreiklang, der damit einhergeht. Und ihr könnt euch das angucken in den USA, als der sogenannte New Deal, jetzt wird ja ein Green New Deal gefordert in den USA von zum Beispiel der Ortiz, ja. Also das heißt, damals, zu dem Zeitpunkt waren, unter Eisenhower, war die Einkommensteuer höher als 90%. Ja, jetzt haben wir 25%. Und das war sozusagen die Reaganomics oder die Ideologie war, wir setzen die Kraft der Wirtschaft frei und dann kommt für uns alle das Beste raus. Was rausgekommen ist, ist, dass das Geld nach oben geht und unten weniger wird. Und die CO2-Steuer ist etwas Identisches. Sie ist eine Verlagerung des Kapitals von der Bevölkerung. Die Bevölkerung soll jetzt zahlen für diese CO2-Sachen, die sozusagen andere Leute ja entschieden haben. Und wir besteuern nicht die Superreichen, sondern wir sind begeistert, wenn sie als Philanthropen, überall sehe ich das, irgendetwas machen. Die sollen verdammt noch mal ihre Steuern bezahlen, ja, und eigentlich könnten wir uns das Geld von den Leuten wie Kochbrüdern in Milliardenweise holen, um die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Sie haben es angerichtet. Und was sie machen mit dem Neoliberalismus, ist immer sozusagen das unten zahlen zu lassen. Und das ist das, was ja in Frankreich passiert ist. Also ich glaube, ein Teil, das Einzige, wo die Angst haben, sind jetzt Gelbwesten. Weil bei den Gelbwesten ging es ja auch um Spritpreise, ja, die höher geworden sind. Ursprünglich, ja. Ja, wo es da war. Also das heißt, und das ist eben kapieren, das ist, die Diskussion ist nicht CO2-Steuer ja oder nein, sondern wieder System, die systemische Lösung. Glaubt ihr an ein neoliberales, sagt man, können wir das mit Steuern machen? Können wir das mit Zertifikatehandel machen? Nein, da werden einige Leute reicher und das Problem wird nicht kleiner. So, und wir haben einen Einspieler vorbereitet. Das ZDF, die Anstalt, hat mal mit diesen Zertifikaten da sich beschäftigt und die haben das wirklich wunderbar gemacht. Und da gucken wir mal kurz rein. Darstellen, wie es in Wirklichkeit gelaufen ist. Ach, muss das sein? Ich fürchte ja. Ich bin jetzt die EU, Brüssel, ja. Jahr 2005. Okay. Und der Emissionshandel beginnt. Ja. Ich gebe also zum ersten Mal Verschmutzungsrechte aus. Ja. Ja. Können Sie sich zufällig daran erinnern, für wie viele Tonnen? Okay. Ja. Ich glaube, über ein außergewöhnlich gutes Gehör zu verfügen, aber ich habe Sie nicht verstanden. 2,15 Milliarden Tonnen. Richtig. Das ist mehr, als alle europäischen Anlagen in einem Jahr verbrauchen würden. Diese Zertifikate müssen sehr teuer für Sie gewesen sein. Ich bin wirklich ganz Ohr. Die waren für lau, die hat man uns geschenkt. Richtig. War nicht die ursprüngliche Idee, dass CO2 etwas kostet? Ja, John, aber dann hätte ja am Anfang niemand mitgemacht. Sehen Sie, und außerdem, als wir angefangen haben, mit den Zertifikaten zu handeln, da sind ja dann auch tatsächlich Kosten entstanden. Nur nicht Ihnen. Den Preis für die Zertifikate haben Sie ja auf die Stromkonten abgewälzt. Psst, psst.
den Preis für geschenkte Zertifikate. Im Moment, auf den Zertifikaten stand ja ein hoher Wert drauf. Genau, ne? Und diesen höheren Wert, den Sie niemals bezahlt haben, den haben Sie dann auf die Kunden umgelegt. Auf die Kunden umgelegt und sich so allein in Deutschland einen zusätzlichen Gewinn von 30 Milliarden Euro verschafft. Können Sie nicht langsam mal anfangen zu nuscheln? Hören Sie, es ist doch kein Verbrechen, mit Umweltschutz ein bisschen Gewinn zu machen. Nun ist es ja so, dass die emittierenden Anlagen vom Beginn des Emissionshandels deutlich mehr CO2 ausgestoßen haben als je zuvor. Ja, natürlich, wenn man uns mit diesen Zertifikaten bewirft, dann geht irgendwann der Anreiz, CO2 einzusparen, gegen null. Ja, da, aber wir sind ja dabei, nicht aus diesem Markt Zertifikate jetzt zu entziehen, damit der CO2-Ausstoß sinkt. Ja, aber nur bis zum Jahr 2030. Bis dahin findet praktisch kein Klimaschutz statt. Ja, im Prinzip nicht hier, aber woanders. Sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel beweisen können, oder nachweisen können, dass Sie Geld ausgeben für jemand anders, der am anderen Ende des Planeten Dreck einspart, dann kriegen Sie eine Gutschrift, eine Art Bonusdreck. Interessant. Sollte also jemand in der Ukraine sich dazu entschließen, seine klimaschädliche Kühlmittelproduktion herunterzufahren, die er vorher extra deswegen heraufgefahren hat, dann bekommt er, wird ein Zertifikat frei und das bekommen dann Sie, um in Europa die Luft mehr zu verpesten. Ja. Und wenn in Honduras ein Wald angelegt wird und örtliche Bauern vertrieben werden, dann bekommen sie auch ein CO2-Zertifikat, nicht wahr? Ja. Sehen Sie, irgendjemand muss ja mal Opfer bringen für diesen Klimaschutz, nicht? So. Ja, Mr. Spock kommt sehr gut rüber und ist ja auch in der Raumschiff Enterprise-Serie das schlauste Kerlchen. Und hier macht er ja uns auch klar, was das... worum es hier eigentlich geht. Letztlich kann man sagen, wir versuchen jetzt sozusagen die Ökologie per Marktwirtschaft zu erreichen. Ja? Und das mit diesen Spielchen und mit diesen Tricks. Und das wird nicht funktionieren. Jetzt haben sich damals, ja schon Ende 80er, Anfang 90er, in den 90er Jahren so ein paar schlaue Köpfe das ausgedacht. Wie können wir denn aus Umweltschutz ein Geschäft machen? Wir sehen, das kommt auf uns zu und haben sich dieses Zertifikate-Zeug da ausgedacht und diesen Handel, den wir gerade besprochen haben. Und dann gab es das Problem, dass es dafür ja auch ein Wort gab, was mittlerweile so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und das war Treibhauseffekt. Ja? So wurde so in den 90er Jahren dann gesagt, ja, die Atmosphäre ist ein Treibhaus und wenn wir da Emissionen eben loslassen, dann gibt es eine Erderwärmung oder Erderhitzung und so weiter. Und dann, dazu kann jetzt Dirk was sagen, gab es einen schlauen Typen, der die Bush-Regierung damals beraten hat und gesagt hat, Leute, lasst uns nicht von Treibhauseffekt reden. Wir nehmen lieber das Wort Klimawandel. Ja. Das ist ja, der Effekt von Klimawandel ist ja auch, dass immer wieder Leute sagen, ja, das Klima hat sich doch immer schon gewandelt. Natürlich, das ist richtig. Ja. Also das ist kein statisches System, sondern es hat große Unterschiede gegeben. Das Wichtigste, was man da eben bedenken muss, ist, dass den Wandel, den wir jetzt haben, das ist kein Wandel, sondern das ist ein Knick. Deswegen ja auch Hockeystick. Also der Hockeystick heißt ja nicht Hockeystick, weil es eine Theorie gäbe dazu, sondern weil die Grafik aussieht wie ein Hockeystick, also wie ein Hockeyschläger. Die geht nämlich sozusagen so und dann auf einmal zack hoch, ja. Das ist dieser. Soll ich die gleich mal zeigen, die Hockeystick? Ja, genau, zeig sie einfach mal. Das ist also, und die wird deswegen auch, weil sie so deutlich ist, also weil sie das zeigt, ja, hat ja auch der Al Gore, dann wird gesagt, das war Betrug, ja, dann sozusagen kommen wir mit dem Zusammenhang mit CO2 gleich. Nee, mach erstmal die andere, das ist, da will ich dann nochmal extra was zu sagen. Also hier, okay, das ist auch nicht die erste Arbeit, aber das ist eine weitere Arbeit von Michael Mann und man sieht eben darauf, dass sozusagen das eine ist eine relativ gerade Linie, die hat natürlich auch, die hat die Zacken drin, sie hat aber auch sozusagen so eine Wellenbewegung, aber hinten das Rote hier, das Rote, was dann hochgeht, das ist die gemessene Temperatur ungefähr seit 1850 und ich glaube, Sie haben das genommen, ich meine ab den 60er Jahren, weil
Da gibt es sozusagen verschiedene Kritikpunkte an dieser Hockeystick-Sache, die aber, das kann man gleich vorweg sagen, also Hockeystick wird so getan, als wenn es eine Lüge sei, eine getürkte Angelegenheit. Es gibt mittlerweile mehr als 36 Folgearbeiten, die alle diesen Effekt einer relativ geraden Linie und dieses Knicks nach oben bestätigt haben. Also Hockeystick ist eine Sache, die in der wissenschaftlichen Welt sozusagen standardmäßig ist und deswegen wird sie eben attackiert. Deswegen kam zum Beispiel diese Falschmeldung vor einigen Wochen, die Rainer Rupp als erster in Deutschland sozusagen übernommen hat aus diesen amerikanischen Blogosphere-Kreisen, also den rechten Alternativmedien, dass Michael Mann, also der Mann, von dem diese Grafik stammt, also Mann's Hockeystick, dass er vom Thron gestoßen wurde, ich erinnere daran, und das nachgewiesen wurde damit, dass diese ganze Sache nicht stimmt und dass damit die ganze Frage der Klimaerwärmung strittig sei. Und da war große Begeisterung, aber es war eben Fake News. Es war kompletter Bullshit. Ja, es war ein Gerichtsverfahren, ein Beleidigungsprozess, in dem der Richter wörtlich gesagt hat, dass er sich mit allen Fragen, der eine sagt, es gibt Klimawandel, der andere nicht, da will er überhaupt nicht ran. Das war seine Geschichte. Und der Punkt ist, es war ein 8 Jahre langes Verfahren, was sich unheimlich hingezogen hat. Er war genervt davon, das war dem Richter deutlich anzuhören. Und übrigens hatte sich Tim Ball, also dieser, hatte sich damit verteidigt vor Gericht, dass er ja so unbedeutend sei und niemand ihn ernst nimmt, dass er deswegen gar keine Beleidigung hätte produzieren können. Das ist also der Hintergrund. Und es ist auch nicht so, dass Michael Mann 35 Monate nichts getan hat, sondern hat insgesamt 35 Monate nichts getan. Dieses Verfahren ist seit 2011, schleppt es sich hin. Es sind aber einige andere Verfahren in den USA und dort hat gerade eine Richterin hat sich anders geäußert. Die hat das Verfahren, ein Beleidigungsverfahren gegen einen anderen, der Michael Mann eben als wissenschaftlichen Schwindler, Lügner, Betrüger und sonst was bezeichnet hat, hat gesagt, dass die, hat sich zur Sache geäußert und die hat gesagt, das Verfahren wird weitergehen, weil es keinen Grund gibt, darauf einzugehen. Aber ich zeige vielleicht noch die nächste Grafik. Der Punkt war, dass dann gesagt wurde, in diesem Hockeystick, also in dem Schläger des Hockeys, kommt ja die verschiedenen Warmzeiten, die wir hatten, also um Christi Geburt, die römische Warmzeit und es kommt auch nicht die mittelalterliche Warmzeit vor und es kommt auch nicht danach die kleine Eiszeit vor. Ja. Und jetzt ist es so, die ersten Daten von Mann waren Nordhalbkugel und zum Beispiel diese Warmzeit und die Kaltzeiten sind regionale beziehungsweise es sind keine globalen Ereignisse. Die Erderwärmung, die wir jetzt haben, das ist eines der wesentlichen Argumente. CO2 ist nun ein Gas, ja, und das verteilt sich mit den Konvektionen, also mit den Winden auf der Erde, ist in der Atmosphäre, ist gleichmäßig vorhanden und wir haben jetzt eben zum ersten Mal in der Geschichte, der Weltgeschichte, also das heißt nicht nur der menschlichen, sondern der Geschichte des Planeten, haben wir eine einheitliche Erwärmung überall. Und was man hat, wenn man jetzt, man hat natürlich ein Problem, wie stelle ich denn Temperaturen fest von einer Zeit, wo es noch keine Thermometer gab, also keine Quecksilberthermometer zum Beispiel. Wir haben ja erst seit ungefähr, ich sag mal unterschiedlich, also 1850 oder auch ein bisschen früher oder 1750, je nachdem, ob es eine Universitätsstadt ist, ob schon Leute sich mit Meteorologie beschäftigt haben. Wir haben erst seit relativ kurzer Zeit solche Messwerte und die Messwerte werden auch im Laufe der Zeit immer genauer. Und wie macht man jetzt was, wenn man wissen will, wie war was vor 500 Jahren, wie war was vor 1000 Jahren? Und da muss man sich mit Hilfsmitteln, also über Bande behelfen. Das sind zum Beispiel, und das sieht man hier, das sind die verschiedenen Farben in der Grafik, das sind alles sogenannte Proxys. Das heißt, man hat zum Beispiel Korallen, man hat Isotopen, Sauerstoffisotopen. Man hat, wie stark werden die, also wie viel Wasser bei Stalagmiten, Stalaktiten, das heißt, wie schnell sind die gewachsen, wie viel Wasser gab es zu dem Zeitpunkt. Man hat Pollen in Sedimenten, man kann sozusagen bohren im Eis und dann feststellen, wie viel Gas oder sozusagen wie groß sind die einzelnen Schichten. Also in der Arktis, in der Antarktis ist immer Eis und dann kommt Schnee drauf, Schnee verdichtet und dann gibt es sozusagen wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Biskuitteig, ja, hat man sozusagen Lagen, wo man dann zum Teil über bis zu 800.000 Jahre sagen kann, wie die Temperatur gewesen ist, auch mit gewissen Schwierigkeiten. Aber hier, dann gibt es Baumringe. Man kann sehen, wie sind die Bäume gewachsen. Es gibt also diese sogenannten Proxys, sind alte Temperaturwerte und die kann man jetzt übereinander legen. Und das Lustige ist, wenn man diese ganzen Werte übereinander legt,
ist fast ironisch, kommt ungefähr die Grafik wieder raus, die Tim, die Michael Mann ganz am Anfang gezeigt hatte. Die wir hier sehen auf meinem Bildschirm. Das ist wohl die übereinandergelegte, vielleicht können wir nochmal, genau. Nee, das sind jetzt alles Proxys, aber sozusagen, also, die kann man bei Rahmsdorf, die habe ich jetzt nicht mit rausgesucht, aber hier sieht man eben aus diesen Messwerten, und die sind schon, die haben Unterschiede, ja, aber die Tendenz ist doch klar, wie sie aussieht, ja. Also wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich, okay, wenn ich diese ganzen Farben übereinander male, dann sehe ich, okay, da kommt ungefähr diese Linie raus, die so ein bisschen gebogen ist, aber darum geht es. Und der Hockeystick heißt Hockeystick, weil am Ende dieses Rote hochgeht. Und dann gab es verschiedene Punkte, wo gesagt wurde, Mann hat betrogen, weil er zum Beispiel die Baumringdaten hat er rausgeschmissen. Hat Baumringdaten rausgeschmissen, dann wurde gesagt, ah, da ist der Betrug. Wenn die Baumringdaten drin sind, dann geht diese Kurve nach unten. Und das kann man vielleicht mal zeigen, das ist diese Schwarz-Weiß-Grafik vom Hockeystick. Hier kann man sehen, das sind, auf der einen Seite sind es Temperaturmesswerte, ja, auf der anderen Seite 1880, da ist eben schon gemessen worden, und das andere sind die Baumringdaten, ja, und man sieht am Ende an der rechten Seite gehen diese Kurven auseinander. Also das heißt, die Frage ist, wie zuverlässig kann man aus den Baumringdaten auf die Temperatur schließen? Wenn man auf die linke Hälfte der Grafik guckt, sieht man, die Kurven liegen übereinander. Das funktioniert. Und wenn man rechts guckt, sieht man, nee, die laufen auseinander. Und dann hat eben Michael Mann gesagt, wir nehmen die Daten nicht mehr, weil sie augenscheinlich falsch sind. Mittlerweile hängt ein ganzer Wissenschaftszweig dran, rauszukriegen, auch mit mathematischen Verfahren, wie man solche Daten glätten, also doch noch verwerten kann, wo man die Fehler hat. Aber so sieht man auf den ersten Blick, und zwar der Grund ist, weil ungefähr ab 1960, seht ihr, dass die Sachen auseinanderlaufen, da gibt es ökologische Effekte. Das heißt, es gibt sauren Regen, es gibt die ersten Anzeichen von Klimawandel, es gibt Dürre. Das heißt, dort ist der Maß, wie der Baum vorher als Indikator nehmen konnte, ging nicht mehr. Also es ist bereits eine Folge des Klimawandels, dass diese Daten dort nicht mehr funktionieren. Alle so hat sie die weggelassen. Hätte er sie reingenommen, hätte er doch nicht die Genauigkeit erhöht, sondern hätte Fehler reingenommen. Ja, das ist aber eine der Sachen, die vorgeworfen wird, wissenschaftlich nicht korrekt. Und außerdem dürfte man diese Dinger nicht einfach zusammennehmen. Ich habe aber eben nur für einen gewissen Zeitlauf habe ich Temperatur. Messung davor muss ich mich mit diesen sogenannten Proxys behelfen. Also um das zu erklären, das ist die Hockeystick-Grafik von Michael Mann. Und damit hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht, um zu zeigen, wie sieht das mit den, wie kann man sozusagen Temperatur diese Sache gut erklären. In dem Film bei Al Gore ist es so, dass er so ein Cherry-Picker zeigt, er sozusagen die Kurve und den geht er hoch. Dann wurde oft gesagt, dass ja zuerst die Temperatur hochgeht und dann geht CO2. Das ist jetzt Korrelation, aber da kommen wir später noch dazu. Also hier sieht man auf jeden Fall, das ist die Hockeystick-Grafik, darum heißt sie. Und sie bedeutet, wir haben einen Bruch, einen Knick in den Temperaturen, seit die Menschen anfangen rumzufummeln mit CO2. So, und jetzt gibt es eine ganze Diskussion um die Rolle von CO2 überhaupt beim Klimawandel. Kann das überhaupt sein? Wir haben ja auch jede Menge E-Mails bekommen. Vielen, vielen Dank auch an euch alle, die ihr uns geschrieben habt. Wir haben unglaublich viele E-Mails bekommen und können deswegen nicht auf jede einzelne Sache eingehen. Aber wir haben die Hauptpunkte natürlich rausgenommen. Und ein Kritikpunkt war, also CO2 macht ja nur 0,004% der Atmosphäre aus. Bitte? 0,04% der Atmosphäre aus. Wenn man das jetzt senkt, was soll das schon bringen? Das kann ja überhaupt nicht sein. Vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, Dirk. Naja, die erste einfache Antwort darauf, es gibt ganz verschiedene. Also ich meine, wenn man das bereits anzweifelt, das hieße ja 150 Jahre, 200 Jahre haben die Wissenschaftler haben es nicht bemerkt. Und jetzt kommen eben ganz schlaue Köpfe, die irgendwo so einen Internetsender haben und sagen, die Wissenschaft hat das nicht bemerkt, aber ich habe es jetzt bemerkt. Ja, sozusagen ist das glaubwürdig, eins. Zweitens, es ist ganz einfach. Es gibt sozusagen eine, es kommt ja, die Wärme auf der Erde entsteht, indem Sonnenlicht durchkommt auf die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche ist verschieden hell vom Wasser, also ein Kontinent, Erde erwärmt sich mehr als Wasser, aber kurzwelliges Licht kommt auf eine Oberfläche und langwillig wird zurückgestrahlt. Das kennt ihr alle, die Temperaturen im Bereich zum Beispiel Sibirien, ja, wird es im Sommer Russland, Moskau 30 Grad, im Winter minus 30 Grad.
wenn ihr auf den Kanarischen Inseln seid, mitten im Meer, habt ihr 25 Grad das ganze Jahr über. Also das ist ein Effekt, diese Erderwärmung auf der Erde ist deutlich stärker im Effekt als auf dem Land. Und wenn ich jetzt insgesamt die Erde nehme, das ist sozusagen ein Punkt, und es gäbe kein CO2 in der Atmosphäre. Wir hätten also nur Moleküle wie O2, N2, was auch immer sozusagen doppelt vorkommt. Also das Stickstoff, ne? Stickstoff, also das heißt Sauerstoff. Also das heißt O2, ja, wir haben also genau Sauerstoff, Stickstoff, das sind ja die Hauptbestandteile. Stickstoff, der überwiegende Anteil, sagen wir mal 3/4, ja, und dann ist sozusagen kommen noch 14% Sauerstoff. Also das heißt, wenn ich nur diese einatomigen Gase, die vielleicht noch also sozusagen in der Doppelvariante vorkommen, aber haben keinen Effekt auf die Temperatur. Den größten Effekt hat Wasserdampf, ja, Wasserdampf, können wir nochmal extra machen, aber dann das CO2. Wenn das also nur Stickstoff wäre und nur Sauerstoff in der Atmosphäre, dann hätte die Erde minus 18 Grad. Dann wären wir durchgefroren, sozusagen. Die Erde wäre eisbedeckt. Dieses Minimaß an CO2, was drin ist, also jetzt 0,04, früher 0,028, das ist sozusagen der Standardwert für die letzten mehreren tausend Jahre oder noch weit davor, also sozusagen eine lange Zeit ist sozusagen Plateau 280 Parts per Million, also diese 0,028. Wenn das es nicht gegeben hätte, dann wäre die Erde durchgefroren. Der Unterschied zwischen Durchfrieren und der Temperatur, die wir haben, also ungefähr 15 Grad Durchschnittstemperatur. So wird ja auch in der Meteorologie zum Beispiel gerechnet. Aber lassen wir das weg. Also das heißt, zwischen 15, plus 15 und minus 18, dieser Unterschied ist diese Minimenge CO2 in der Atmosphäre und sozusagen auch noch ein paar andere Treibhausgase. Aber machen wir es, um einfach zu machen. Faustformel ist aber richtig. Ohne CO2 minus 18 Grad. Wir haben auch einen kleinen Einspieler. Du hast da was gefunden. Ein uraltes Video von Heumar von Dietfurt. Wer ist erstmal Heumar von Dietfurt? Das ist der Vater von Jutta Dietfurt. Der Vater von Jutta Dietfurt. Also Heumar von Dietfurt, das ist etwas, was ich bitter vermisse. Als Matthias und ich jung waren, gab es ganz viel im Fernsehen so Erklärsendungen, wo du Sachen, unser Universum, der blaue Planet, Heinz Haber, und dann kam eben Dietfurt und auch Horst Stern. Die haben wirklich für die, sag ich mal, Bevölkerungsbildung ungeheuer etwas geleistet, weil man das, was in der Schule furchtbar öde erzählt wurde, auf einmal super interessant war. Und man hat einfach komplett dazugelernt. Das nannte sich Bildungsfernsehen. Das ist etwas, wo ich vor 3 Jahren im RBB noch gehört habe, in der Wissenschaftsredaktion, wir machen kein Bildungsfernsehen. Wir machen Servicefernsehen, wir machen Unterhaltungssachen, die interessant sind. Und Dietfurt war jemand, da hat man halt erklärt bekommen, solche grundsätzlichen Thematiken, und er hat das ist von 1978, das ist eine Reihe, er ist also sozusagen einer der Anfänge der Ökobewegung, wahrscheinlich hat Jutta dort mitgekriegt, in dieser Familie, wie es aussieht, ja, er ist, glaube ich, Astrophysiker, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall, er hat sozusagen so als Erklärbär im Fernsehen auf hohem Niveau, wirklich aber runtergebrochen auf Verständlichkeit, immer mit vielen Modellen und sowas, hat man Sachen erklärt bekommen. Und dieses Ding ist eben quasi historisch. Der Film ist wirklich, ist auch noch wiederholt worden, später in den 2000ern vom ZDF. Und die AfD verbreitet übrigens gerne, und die Eike-Leute und die Anhänger verbreiten gerne den zweiten Teil, wo es um die Umweltzerstörung geht, und lassen den ersten Teil immer weg. Und weil hier erklärt er und zeigt anschaulich, was macht das CO2 eigentlich? Vielleicht gucken wir uns das mal an. Ja, wir wollen zweimal die Situation der Erde darstellen. Einmal mit normaler Atmosphäre und im Gegensatz dazu mit einer reinen Kohlendioxidatmosphäre. Dazu haben wir zweimal ein Stück Erdoberfläche sozusagen aufgebaut. Hier und da drüben. Soll bewohnt sein, wie in Wirklichkeit auch. Bitte, gehen Sie auch mal rein, bitte. So, und jetzt kommt Atmosphäre dazu. Einmal hier eine reine Luftatmosphäre, Studioluft. Das machen wir so, dass wir einfach ein gewisses Luftvolumen abgrenzen durch diese Plastikfolie, 4 Kubikmeter fast etwa, und hier drüben dasselbe. Vorsichtig, dass nichts hängen bleibt. Dieselbe Situation, auch 4 Kubikmeter. Aber hier kommt nun keine Luft rein, sondern, wie schon angekündigt, reines Kohlendioxidgas.
Das ist schwerer als Luft, strömt jetzt dort ein, sammelt sich unten, verdrängt die Luft. Und um zu sehen, wie hoch der Kohlendioxidpegel gestiegen ist, hat Herr von Dittfurt gerade diese Kerzen angezündet. Wenn eine Kerze erlischt, dann heißt das, dass der Kohlendioxidpegel gerade dieses Niveau erreicht hat. Drüben haben wir es genauso gemacht. Da haben die Kerzen keine Funktion, aber wir wollen exakt dieselben Versuchsbedingungen haben. Da und da. So, ganz entscheidend, was fehlt noch? Eine Strahlungsquelle für Wärme und Licht. Das machen wir wie vorhin bei dem Polkappenversuch. Mal die Scheinwerfer ein bisschen runter, bitte. Zwei genau gleiche Scheinwerfer. Jetzt voll andrehen, das sind unsere Sonnen. So, das Kohlendioxid steigt ständig. Die Kerze hat schon Atemnot, hat schon Sauerstoffnot bekommen. Jetzt ist sie aus. Erdrängt in Kohlendioxid. Und hier haben wir es, gleiche Bedingungen wiederum, ebenfalls ausgeblasen. Jetzt aber darum, worum es überhaupt geht in dem Versuch. Wir wollen mal die Temperatur dieser beiden unterschiedlichen Atmosphären messen. Wiederum mit solchen Temperaturfühlern wie vorhin. Ich gebe Ihnen das gerade mal so. Und etwa ein Meter über dem Boden soll das hängen. Ja. Die sind wiederum an Messgeräte angeschlossen, diese Temperaturfühler. Wollen wir mal schauen, wie warm die Luft ist. Wir sind 25,4 Grad etwa, das schwankt ein bisschen natürlicherweise. Und zum Vergleich nun die Temperatur der Kohlendioxidatmosphäre. Das sind 24 Grad waren es vorhin, 28,6 Grad, also schon ein deutlicher Unterschied, deutlich mehr. Das steigt auch laufend an. Wenn wir etwas abwarten, noch mehr Kohlendioxid einströmt, dann wird vermutlich dieser Unterschied noch wesentlich krasser ausfallen. Lange kann es nicht mehr dauern, dann muss auch unsere zweite Kerze dran glauben, dann wird sie ersticken in Kohlendioxid. Schon wird sie kleiner, die Flamme. Aus. Und Herr von Dittfurt wird sich jetzt mit künstlicher Atemluft versorgen müssen, damit es ihm nicht genauso geht wie dieser Kerzenflamme. Und währenddessen steigt und steigt die Temperatur in dieser Kohlendioxidatmosphäre. Wir haben schon über 30 Grad, 37 Grad, 37,1 Grad, das ist ja ganz enorm. Zum Vergleich nochmal die Gesamtsituation. Wir wollen mal die Temperatur der Luft uns nochmals anschauen. Das sind 25,8 Grad, ist also kaum gestiegen. Und dieser Temperaturunterschied zwischen hier und hier, das eben ist dieser berühmte Treibhauseffekt, von dem vorhin die Rede war. Treibhauseffekt deshalb, weil eben das Kohlendioxid hier drin nicht anders wirkt als das Glas in einem Treibhaus. Es hält die Wärme zurück, es sperrt die Wärme gewissermaßen ein, sie kann nicht nach oben abstrahlen. Ja, schon beeindruckend, was die da damals alles im Studio gemacht haben. Aber Dirk, da muss ich jetzt mal fragen, also in der Atmosphäre sind 0,04% CO2, die pumpen hier den Schlauch komplett mit CO2 voll, also wahrscheinlich dann mit 90, 100, wenn die Kerze ausgeht. Gehen wir von 100 aus, ja. 100%, ja, dass das einen Einfluss hat auf die Temperatur, kann man sich ja noch vorstellen, aber 0,04%? Ja, also einmal, das ist dieser Versuch, sowas nennt man ein qualitativer Versuch. Also das heißt, was hier gezeigt wird, ist, hat, also was ihr jetzt, was jetzt niemand mehr abstreiten kann, wenn er das sieht, ist, dass CO2 hat eine Auswirkung auf die Temperatur. Und zwar, wenn ich 100% habe, innerhalb von 2 Minuten, die dieser Clip läuft, geht die Temperatur von 25 auf 37 hoch. Also innerhalb einer sehr kurzen Zeit durch diese hohe Konzentration eine immense Erwärmung. Das ist eben, kommen wir auch noch an einer anderen Stelle dazu. Also das heißt, dieser Versuch ist natürlich ein qualitativer. Es ist nicht ein sozusagen eine, der zeigt, was CO2 macht. Es ist nicht das exakte Maß. Aber jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, es geht ja darum, dass in der Atmosphäre, die zwischen 6 Kilometer und 11 Kilometer in der Troposphäre, kann auch noch höher gehen, weil der CO2 kommt ja auch noch höher vor. Also kilometerlang hat ein Licht, ein Photon, die Möglichkeit, auf das CO2-Molekül, also ein
mindestens drei atomiges Molekül. Das sind die, die klimawirksam sind, weil die dann anfangen zu vibrieren und abstrahlen. Also das heißt, ein Photon trifft auf das Molekül, das strahlt dann Infrarot ab. Und das strahlt in alle Richtungen ab. Es strahlt quasi nach oben ab, wie eine Kugel. Ja? Und die Hälfte nach unten, die geht halt zum Teil auf die Erde zurück. Das ist das, wie CO2 wirkt. Das heißt, das Licht fällt runter auf die Erde, es kommt Infrarotstrahlung von der Erde zurück, die sozusagen bringt das CO2-Atom dazu, auch nochmal abzustrahlen, und die Hälfte, die nach unten zeigt von der Kugel, die es umgibt, sozusagen geht runter. Und ich habe Kilometer Zeit, quasi das Photon etwas zu treffen, ja, und auch die Strahlung von unten. Hier haben wir 1,50 Meter, ja, wo sozusagen das Licht reingehen kann. Das ist auch ein Unterschied, der auf der anderen Seite. Es geht hier nur um einen Versuch, um zu zeigen, CO2 hat eine Temperaturwirkung. Es erzeugt eine Erwärmung. Das kann nach diesem Versuch keiner mehr abstreiten. Ich bin gespannt, ob Oliver Janich mir jetzt 10.000 Euro überweist, weil er gesagt hat, er will einen Beleg haben dafür. Das ist ein ganz einfacher Versuch. Ihr könnt ihn auch für die Leute, die es nicht glauben, selber zu Hause machen. Ihr nehmt zwei große 1,5 Liter Flaschen Cola, lässt da nur ein Drittel drin. Bei dem einen schüttelt ihr sozusagen, dass das Gas CO2, Kohlensäure ist da drin, H2CO3, das CO2 sozusagen gesättigt dann oben drin ist, und beim anderen lässt ihr das offen und lasst Luft rein, und dann könnt ihr die mit zwei gleichen Lampen bestrahlen und könnt gucken, was zwei Thermometer, die ihr meinetwegen durchbohrt, was die machen. Das kann jeder zu Hause machen, der es überhaupt nicht glaubt, ob diese Sache funktioniert, aber das hat Holmer von Ditfurth ja eben jetzt gezeigt. Das heißt, das CO2 in als Gas hat eine erwärmende Wirkung. Das ist da, was ja schon mit großer Werf wird behauptet, da kommen ganz komplizierte Sätze, da kommt, es widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und CO2 ist doch gut für Pflanzen. Wie kann man denn behaupten, dass das... Ja, eben, CO2, ja, aber was ist denn das Argument? Leute, seit 500 Jahren oder noch länger gibt es den Satz, alles ist Gift, es kommt auf die Dosis an. Ja, also, und es kommt eben sehr wohl auf die Dosis von CO2 in der Atmosphäre an. Und das Zeug hat eben auch eine Halbwertszeit, eine gewisse. Das heißt, es baut sich nicht sofort ab, sondern es reichert sich an da oben. Und je mehr... Aber was man sagen muss, also erstmal, was dann immer kommt, ist, und das sind alles sozusagen teilrichtige Aussagen. Erstmal, wir hatten sehr viel höhere CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Aber das ist eben Evolution. Das heißt, die Pflanzen, es ist zum Beispiel so, es gibt einen Bereich in der Erdgeschichte, wo auf einmal die Farne, sozusagen riesige Baumfarne existieren und Bäume entstehen. Und es gibt aber noch keine Bakterien, die sie zum Verfaulen bringen. Und da geht CO2 massiv, geht das runter, das wissen wir. Und dann sind diese Bäume werden quasi bedeckt, und daraus ist das Erdöl gewesen. Also das heißt, die verfaulen nicht, da gibt es noch keinen CO2-Umsatz, wie wir ihn heute haben, wo das sozusagen konstant im Kreislauf ist, sondern da waren Bäume, die haben CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt, sind gewachsen wie verrückt. Und auch jetzt hat die erhöhte CO2-Konzentration hat einen Effekt darauf, dass die Pflanzen, also sozusagen der Planet ist ein bisschen grüner geworden. Aber unsere Pflanzen sind angepasst evolutionär an diese CO2-Marge, die wir die ganze Zeit hatten. Und wenn man mehr gibt, ist das ein bisschen so, als wenn man mehr Dünger draufschüttet. Also was in Holland gemacht wird. Es wird ja auch in die Gewächshäuser wird zum Teil CO2 eingebracht. Dann kriegt man einfach mehr Masse. Ja, aber es gibt sozusagen grob gesagt zwei Arten Pflanzen. Die einen vertragen das ganz gut. Da könnte man sozusagen mehr drauf geben. Dann werden die einfach dicker. Der Nährstoffgehalt steigt aber nicht. Man kriegt also Masse, aber die Pflanze hat ein Problem, damit umzugehen, und die anderen haben richtig ein Problem. Die Pflanzen sind evolutionär angepasst an diese Maß an CO2, was wir haben und was wir machen. Wir machen Hockeystick, wir knicken diese Geschichte, und das ist Schädigung auf großen Stellen. Die Gräser kommen damit klar, aber unsere Nutzpflanzen zu einem relevanten Teil kamen an Schaden davon, wenn das über 500 geht. Was ist eigentlich mit diesem Argument, dass früher ja der CO2-Gehalt wesentlich höher war, noch vor der Industrialisierung? Ja, was ich gesagt habe eben, wenn man in die Erdgeschichte geht, gibt es sozusagen, das ist nicht ganz klar, wie viel, aber es gibt ein Vielfaches von dem, was wir heute haben. Nur, das hat auch sozusagen, hat dazu geführt, dass wir haben ja sozusagen Aussterberaten verschiedene. Es gibt nicht nur Asteroiden, sondern im Zusammenhang damit, mit dieser Erwärmung, und das ist genau so ein Punkt, wenn so ein Asteroid, das ist auch ein Knick in den Grafiken sozusagen, der Asteroid, der reinstellt, und dann sterben halt die Dinosaurier aus, sind dann weg, weil sie damit nicht klarkommen. Damals gab es mehr CO2 und mehr O2 in der Atmosphäre, also mehr Sauerstoff in der Atmosphäre. Vergesst das nicht, wenn man das sagt. Wir sind doch nicht die gleiche Erde, die wir vor 2 Milliarden Jahren waren. Und vor 1 Million Jahren, auch das ist anzugucken,
Also wenn man zurückgeht in der Zeit, dann waren die Kontinentalmassen haben sich verschoben. Wir finden ja in der Antarktis Krokodile in dem Gestein, weil das, genau, wo das heute war, war mal ganz woanders. Also da ist sehr viel Bewegung drin gewesen, aber das sind langsame Abläufe, langsame über Zehntausende, Hunderttausende, Millionen, Milliarden von Jahren, wo sich die Sachen langsam bewegen. Und wir machen gerade als Menschen, das heißt, das ist, wenn man sagt, was weiß ich, es gibt Fische, die kann man halt, die brauchen 12 Grad für die Aquarianer, Kaltwasserfische, und es gibt warme Fische, Warmwasserfische. Und wenn ich einen Flusskrebs in 26 Grad halte, stirbt er, ja, weil er nicht darauf angepasst ist. Er ist auf eine andere Temperatur angepasst. Also das ist, kann man nicht absolut nehmen. Ja, es gab andere Zeiten, aber die Evolution passt sich an die Sachen. Es gab, also man muss sich doch auch, wenn man über die Zusammensetzung der Atmosphäre, der Luft redet, klar machen, Sauerstoff ist ein tödliches Gift. Wir halten den Sauerstoff nur aus, weil er genau in der Prozentzahl, also 2% mehr Sauerstoff in der Atmosphäre. Es würde hier alles krepieren und verbrennen. Ja, es kommt auf die Dosis an, ob ein Ding ein Gift ist, und es kommt eben auf die Dosis von CO2 an. Selbst wenn die minimal ist, hat die eine maximale, kann die eine maximale Wirkung haben. Und das muss man sich klar machen. Und die Atmosphäre, die seit 2 Milliarden Jahren wird gesteuert sozusagen oder beeinflusst von den Cyanobakterien, also Blaualgen, Plankton und so weiter auf den Meeren, dann von den Pflanzen, die entstehen. Und ja, dann kommt irgendwann der Mensch mit seinen Aktionen, sprich Abholzung von Wäldern, sprich eben jetzt in den letzten 100 Jahren eine massive CO2-Emission. Und die hat natürlich eine Auswirkung auf unser Klima und auf unsere Temperaturen. Und ja, dieser Streit darüber, wir hatten es ja vorhin mit diesem Frank Luntz oder wie er heißt, der die Bush-Regierung damals beraten hat, und der... Zu dem kommen wir noch. Ich wollte noch mal ganz kurz noch auf einige Sachen eingehen, die immer wieder vorgebracht werden. Ein Argument ist auch, ja, CO2 ist doch eigentlich ganz gut. CO2 wird ja von Pflanzen gebraucht. Je mehr CO2, desto mehr wachsen die Pflanzen, die dann wieder Sauerstoff. Genau, das ist doch super. Was eben gesagt hat. Natürlich ist das richtig, ja. Natürlich ist das richtig. Und du kannst auch sagen, sozusagen wie alles. Also das hat ja Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Das ist richtig. Wir sind angepasst auf bestimmte Verhältnisse. Das, was ich sagte, wenn du mehr CO2 hast, dann kriegst du mehr Pflanzenwachstum, die Pflanzen werden stärker, aber zum Beispiel der Nährstoffgehalt wird nicht unbedingt besser. Ja? Also das heißt, und dann ist noch etwas zu bedenken. Wir haben also evolutionär angepasst einen Durchsatz von CO2. Das heißt, die Pflanzen nehmen das auf, ja, die machen daraus Struktur, also sozusagen das überhaupt. Also wir hatten auch mal eine Atmosphäre mit 95% CO2, wie sie der Mars hat oder wie sie die Venus hat. So war das auch auf der Erde in der Erdgeschichte. Und das ist, daraus ist Gestein geworden zum einen Teil. Ja, also das ist sozusagen in Gesteinen ist CO2 gebunden und in der Biomasse. Der Kohlenstoff wird also von der Pflanze über Sonnenlicht wird in Pflanzen, sozusagen Pflanzenstängel, wenn man so will, umgesetzt. Also wird in Substanz umgesetzt, die organisch ist. Das heißt, unser CO2, das sind wir und das sind die Pflanzen und das sind die Gesteine. Und deswegen haben wir diese komische Atmosphäre mit überwiegend Stickstoff. Das Kohlenstoff ist quasi umgebaut in den Sachen, die wir haben. Also das heißt, das muss man sich drüber im Klaren sein. Und dann haben wir einen Kreislauf, das heißt, dieses CO2, es sind riesige Mengen unterwegs. Und dann wird gerne, das ist auch betrügerisch, ja, wird dann gesagt, ja, aber das sind ja nur 4%, und Rainer Rupp hat sogar eine vollkommen falsche Skin. So wie der hat dann gesagt, und der Menschengemachte ist nur 0,038 oder sowas davon, das stimmt nicht. Sondern was man jetzt nehmen kann, und das kann man auch wieder ganz einfach widerlegen, ja. Also die nehmen die Gesamtmenge des CO2s, das heißt, was wir ausatmen, was die Pflanzen aufnehmen, das ist ein Kreislauf geworden, der sich schön hält. So wie die Flüssigkeit, Regen, sozusagen Wasser, Luftfeuchtigkeit, der wieder auskondensiert und sozusagen über die Luftfeuchtigkeit und über Regen das Wasser auf dem ganzen Globus verteilt wird. Ja, in Schnee, in Bächen dann, in Regen. Also das heißt, das ist eine Sache, die bewegt. Es ist aber, man vergleicht das mit Umsatz,
und Gewinn. Ja? Also das heißt, wir haben einen großen Umsatz von diesem Material. Wenn ein Baum stirbt, dann lässt er das CO2 wieder frei. Wenn ein Baum verbrennt, in einem großen Feuer, gibt er das CO2 wieder in die Atmosphäre ab. Das ist aber eine riesige Menge. Was wir aber haben in den Messdaten ist ja, vor 100 Jahren hatten wir 280 Parts per Million CO2 und jetzt haben wir 410 Parts per Million. Und da kann man schon sehen, aus 280 zu 410, das sind nicht 2% oder 4%. Das heißt, die Menge, die wir produzieren an CO2, davon geht auch nicht alles, aber ein Großteil, also irgendwie die Hälfte ungefähr, geht in die Atmosphäre und bleibt dort und sammelt sich an und wird immer mehr. Also das heißt, das Messdatum 280 zu 400 kann man sehen, wie das ist. Das sind ungefähr 40%, dann, die wir zugefügt haben durch das Verbrennen von CO2. Die Natur kann auf die Geschwindigkeiten, mit der wir diese Sachen machen, nicht reagieren. Also das geht ganz viel geht darum, dass wir viel zu schnell sozusagen an die viel zu viel machen. Das funktioniert nicht, ja. Und es auch Tiere, es würden sich auch Tiere anpassen an eine langsame Veränderung. Das ist die Evolution. Aber wir machen das so, dass wir töten, indem wir eben schnell diese Sachen verändern. Wir machen einen Klimabruch. Es ist kein Klimawandel. Wir machen einen Bruch dieser Geschichte. Es gibt weitere Argumente gegen das CO2 als Treiber des menschengemachten Klimawandels. CO2 ist ja schwerer als Luft, ist also am Boden, die Luft ist ja da oben. Also CO2 kann also gar nicht verantwortlich sein für irgendeinen Treibhauseffekt. Jetzt kommen wir aber wirklich in den Bereich, wo man sozusagen nur noch Gaga sagen kann. Wenn ich in eine Höhle gehe, unter der Erde, dann ist das so, wenn keinerlei Luftbewegung ist. Wir haben aber allein durch die Kugelform der Erde und dass sie sich bewegen, das heißt, dass die Erde ja am Äquator am stärksten von der Sonne erwärmt wird und je weiter man nach Norden kommt, umso schwächer. Weiß man eigentlich auch, oder? Also am Äquator ist es heiß, am Nordpol ist es kalt und am Südpol ist es auch kalt. Da kommt nicht mehr so viel Sonne hin, weil sozusagen der Kreis am Äquator ist ein Kreis und oben ist es halt so ein ewig lang gestrecktes Oval. Das kann man auch gut erklären übrigens. Das wäre ein schönes Beispiel. Zeig mir mal die Planeten. Ja? Ja. 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 Da, hier sind Planeten. Mhm. Also, wir haben, jetzt muss ich mir das mal selber aufrufen. Also, ihr seht hier die Planeten, das große runde Ball, das ist die Sonne und dann ist der nächste Planet dran. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. So, das ist sehr gut. Mhm. Genau. Also der Planet am nächsten, das ist so ein schöner Merksatz, wenn man die Planeten sich merken will. Ja. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter. Genau. Gehen wir mal nur auf die ersten vier von diesen Planeten sind sogenannte Gesteinsplaneten. Die anderen dahinter sind Gasplaneten, ja. Jetzt macht mir mein Dings nicht. Also, man kann grob sagen, machen wir das einfach Faustformel, ohne dass ich jetzt große Zahlen angebe. Der Merkur ist der Planet, der am nächsten zur Sonne ist, ja. Und die Venus ist ungefähr doppelt so weit, fast genau doppelt so weit entfernt von der Sonne, wie der Merkur von der Sonne entfernt ist. Der Merkur hat eine ganz komische Atmosphäre mit Natrium und Sauerstoff, die auch größtenteils gleich wieder weggebraten wird. Mein Ding macht nicht auf, ich muss mir das selber kurz mal aufrufen, hier eben die Daten. Also Merkur. Merkur hat also keine richtige Atmosphäre, ist jetzt nah an der Sonne und wird eben auf der einen Seite von der Sonne angestrahlt, ja, und auf der anderen Seite ist er kalt. Die Sachen sind ja auch nicht wie wir, alle in der gleichen Umdrehungsgeschwindigkeit. Es gibt also eine Temperatur auf dem Merkur, die auf der Sonnenseite ist und auf der abgewandten Seite. Und das ist bei Merkur, ich weiß jetzt nicht, warum das hier nicht geht, aber ich brauche die Zahlen. Also bei Merkur ist das ein großer Unterschied zwischen den beiden Temperaturen. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wo die Sonne drauf scheint, haben wir minus 173 Grad und auf der anderen Seite plus 427 Grad. Also ein riesiges Bereich und davon gibt es eine Mitteltemperatur, die nennt sich dann 167 Grad. Also das heißt, der Merkur ist nahe an der Sonne, wird angestrahlt, auf der einen Seite knalleheiß, auf der anderen Seite extrem arschkalt. Okay. Ja? Und der Mittelwert sind jetzt diese 167, also sagen wir mal 170 Grad, ja, um es einfacher zu machen. Und jetzt gehen wir, die Venus, die Venus ist eben doppelt so weit entfernt. Und wenn man das jetzt nimmt, einfach die Menge an Licht, auch wieder Faustformel,
Wenn ich die doppelte Entfernung habe, kommt nur noch ein Viertel des Lichtes an. Also wenn ihr euch das vorstellt, das ist die Fläche, also sozusagen Quadrat, und ich habe jetzt sozusagen die Hälfte und gehe weiter, dann geht das eben im Quadrat in die Formel ein. Und auf der Venus kommt nur noch ein Viertel des Lichtes an, was von der Sonne ausgestrahlt ist. Ja, also im Verhältnis zum Merkur. Das heißt, die Venus hat weniger Licht als der Merkur. Sie hat aber eine Atmosphäre, die doch zu 95% aus CO2 besteht. Also wie bei Holmer von Ditfurth im Schlauch. Ja, hat die Venus jetzt besteht, hat eine Atmosphäre aus CO2, 95%. Und jetzt ist die Temperaturen auf der Venus, obwohl sie doppelt so weit von der Erde entfernt ist, ist im Minimum 437 Grad und im Maximum 497 Grad. Also sagen wir 440 zu 500. Und der Mittelwert sind 465. Ja, und daran sieht man dieser Unterschied, dass die Hitze auf der Venus, die ist die Wirkung des CO2 von 95% CO2. Das ist Holmer von Ditfurth im Schlauch, ist in der Venus, ist sozusagen diese CO2-Temperatur. Und deswegen kommen diese immensen Temperaturen zusammen. Und jetzt ist wieder, wenn man bei den Propagandisten von Eike nachguckt, dann sagen sie, das liegt am Druck. Venus hat einen sehr, sehr hohen Druck. Das ist richtig. Und das ist auch wieder physikalisch falsch. Denn wenn ihr einen Reifen aufpumpt, das kennt ihr von einem Fahrrad, wenn jemand zum Beispiel ein Rennrad hat, pumpt den Reifen auf mit 10 Bar Rennradreifen, ja, dann ist dieser Reifen warm hinterher. Aber er bleibt nicht warm, weil er das abstrahlt. Und genauso wäre es auf der Venus. Das heißt, die behaupten dann, das liegt an dem Druck. Das liegt gar nicht an dem CO2, sondern dem Druck. Also das heißt, und das ist auch wieder was Frappierendes. Es wird die ganze Zeit naturwissenschaftlich gelogen, um Argumente zu finden, die euch den Kopf verdrehen sollen. Ja? Was ist denn mit diesem Argument, dass die, was ist denn mit dem, allgemein mit dem Argument, dass die Temperaturschwankungen auf der Erde im Zusammenhang stehen mit der Sonnenaktivität? Ja, natürlich ist das richtig. Natürlich. Also das heißt, ja. Aber ich habe ja eben schon mal Frank Lanz erwähnt. Das ist doch seit 30 Jahren die Strategie, dass gesagt wird, und er hat der Bush-Regierung das Wort, komm, wir nehmen nicht Treibhauseffekt, wir nehmen Klimawandel, das ist irgendwie ein schöneres Wort, das Klima wandelt sich also, doch immer. Ja. Genau, reden wir doch mal über, hier ja, haben wir mal ein Memorandum von diesem Frank Lunz. Wer ist denn erstmal dieser Frank Lunz? Ja, was ist das hier für ein seltsames Memorandum? Also ja, Frank Lunz hoher Berater der Regierung. Überhaupt der Republikaner. Also er ist Republikaner, ein PR-Mann, der die Republikaner berät und damit auch die Regierung. Einer der wichtigsten Figuren, so ein Spin-Doktor. So, genau. Und der schlägt eben vor, wir nehmen jetzt das Wort Klimawandel. Und das ist viel besser als Treibhauseffekt, Erderwärmung, das Klimawandel ist schön, Klima wandelt sich ja schließlich immer. Ja. Und dann, das ist von ihm eben aus diesem Memorandum, hat dann auch die New York Times zitiert, dass er der Regierung damals, Bush 2000, die Empfehlung gibt, Leute, die Wissenschaft ist mittlerweile so eindeutig und so klar, dass die Bevölkerung auch akzeptieren wird, dass es den Treibhauseffekt eben gibt. Und deshalb muss unsere Strategie darin bestehen, Zweifel zu sehen. Wir müssen das einfach mal vorlesen. Ich möchte das gerne mal übersetzen. Ja. Also er sagt, dass was wir ansprechen müssen, damit wir weiter gewinnen können in der Debatte, ist, wir behaupten, die wissenschaftliche Debatte ist noch nicht klar. Sie ist offen weiterhin. Die Wähler glauben weiterhin, dass es noch keinen Konsens gibt über die globale Erwärmung innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft. Also das ist sozusagen, da will er rangehen. Das heißt, die Wähler glauben noch nicht. Dann sagt er, sollte die Öffentlichkeit zu dem Schluss kommen, dass die wissenschaftliche Diskussion abgeschlossen ist, ja, dann wird sie ihre Meinung über die globale Erwärmung entsprechend ändern. Also müssen wir weiterhin darauf hinweisen, dass es keine wissenschaftliche Einheitlichkeit gibt. Und das ist die primäre Sache, die wir in der Debatte reinbringen müssen. Und dann sagen wir, dass die
dass das gar nicht von uns gemacht werden muss, sondern das ist so kompliziert, so schwierig, da müssen die Experten drüber reden. Und die Experten sind sich ja nicht einig. Das ist ein strategischer Kommunikationsvorschlag. Genau. Das Problem ist, die Wissenschaft ist sich einig. Wie können wir weiterhin weiter behaupten, indem wir das Gewässer trüben und den Leuten alles Mögliche einreden? Und das heißt zum Beispiel in der Klimadebatte, den Leuten, die glauben, dass CO2 überhaupt keine Wirkung hat, also die keine Ahnung von Naturwissenschaft haben, gibt es auf verschiedenen Varianten, aber da kann man Leute mit einfangen, die keine Ahnung haben, für die ist CO2. Und so hat man eine ganze Reihe von Argumenten. Andere sagen dann, ja, die Rolle der Sonne ist zu wenig beachtet worden. Man geht also durch jede Möglichkeit durch, um Zweifel zu sehen, egal wo es ist, um zu sagen, keine Konsequenzen, nicht an die Klimawandel reingehen. Und dann sagt er zum Beispiel, Das ist so die These dann, solange die Wissenschaft sich noch nicht einig ist und da muss ja noch geforscht werden und so weiter. Und keine Abkommen. Nichts unterscheiden. Ich meine, muss man sich auch mal klar machen, schon 92 in Rio, da war damals der alte Bush Senior, der Präsident, haben die Amerikaner gesagt, wenn ihr in Rio über CO2 reden wollt, dann nehmen wir nicht teil. Ja, also das war schon vollkommen klar. Und jetzt kommt dieser Stratege, schlägt das Wort Klimawandel vor statt Treibhauseffekt und Erderwärmung. Unsicherheit, er hat auch so Sachen. Und sagt, wir müssen Unsicherheit sehen und die Kohle dafür, Dirk hat es zu Beginn schon erwähnt, die kommt dann eben aus der Ölindustrie, von den Kochbrüdern und von solchen Gestalten, die Millionen und Abermillionen da reintun, diese Zweifel zu sehen. Der Lanz sagt ja auch, wir müssen überhaupt nicht beweisen, dass wir Recht haben. Wir müssen nur sagen, es gibt noch keine Eindeutigkeit und wir müssen skeptisch bleiben. Die Wissenschaft ist sich noch nicht einig. Und solange sie sich nicht einig ist, solange hat sie auch keine Konsequenzen, solange müssen wir nichts tun. So, dann machen wir mal hier weiter. Der Ölriese Exxon hat schon 82 gewusst, wie stark die Erderwärmung ausfällt, schreibt der Spiegel. Ja. Dirk? Ja. Also ich habe nur das Deutsche genommen, damit man das auch lesen kann in Deutsch. Es kommt eigentlich, das sind Leute, die waren für den Pulitzer-Preis vorgeschlagen, die haben das gezeigt. Das ist ExxonMobil, hat eine sehr gute wissenschaftliche Abteilung und die wollten selber wissen, wie gesagt, 70er Jahre geht das los, dass die Wissenschaftler sagen, wir haben da ein Problem, CO2 und Erderwärmung. Und jetzt hat Exxon einen riesen Vorteil gegenüber den Meteorologen, gegenüber den wissenschaftlichen Forschungsstellen. Sie haben nämlich Schiffe und die können auf ihren Schiffsrouten die Wassertemperatur messen. Diese Wassertemperaturmessungen sind großer Mist sozusagen, die es bisher gab. Ihr müsst euch vorstellen, einige Leute holen Eimer Wasser, stellen die drauf, packen Thermometer rein. Dann gibt es welche, die haben so Wolle und Sachen drin, machen die Wolle nass. Einige ziehen mit dem Log quasi ein Thermometer hinter sich her. Also die Messungen sind in den absoluten Werten nicht so dolle. Ja? Man kann übrigens, sehr gut sind immer Unterschiede. Wenn ich ein Thermometer habe und das hat einen falschen Wert, dann zeigt es trotzdem den Differenz zwischen zwei Messungen, die ist aussagekräftig. Der absolute Wert nicht so unbedingt. Ja? Aber jetzt die Exxon hat also ihre Tankerflotte und die können überall auf den Weltmeeren können sie ihre Thermometer reinhängen und haben auch die Daten vom Wasser. Denn das Wasser nimmt CO2 auf. Es nimmt CO2 auf, CO2 plus H2O gibt H2CO3, eine Kohlensäure, wie wir sagen. Das ist leider auch eine Säure, die dazu führt, dass jetzt 60% des Barrier Reefs schon tot sind, weil die sozusagen in der flüssigen Säure, also in der kleinen Säure, die den Kalk Säurebad. Im Säurebad existieren müssen. Ja. Aber was wir jetzt haben, und das ist ein schönes Beispiel, 1982 macht Exxon anhand seiner Daten, anhand seiner Wissenschaftler, die gut sind, machen die eine Vorhersage und sagen, im Jahr 2020 haben wir 0,9 Grad Erwärmung mittlerweile dazu und wir haben 420 Parts per Million. Die haben also mit den schlechten wissenschaftlichen Modellen, die es damals gab, haben sie super korrekt die Zukunft vorhergesagt. Wir haben jetzt 419, im Jahr 2019 im Herbst haben wir 419 Parts per Million. Und wir haben 0,9 Grad, also oder 1 Grad Temperaturerwärmung. Die haben also den Trend mit den Möglichkeiten, die es damals gab, die sie damals hatten, super genau vorhergesagt und haben daraus aber abgeleitet, aus sozusagen die Führung von Exxon hat aus den Ergebnissen der Wissenschaftler abgeleitet, jetzt müssen wir die Leute täuschen. Wir müssen so tun, als wenn wir gar nicht genau wissen, ob das überhaupt funktioniert und ob das einen Einfluss hat. Und ab jetzt sorgen wir mit dem Geld, die haben Geld reingesteckt mit den Kochbrüdern, 500 Millionen Dollar in solche
Sachen, wo Leute dann sagen, wir sind Skeptiker, wir wissen es nicht so genau. Da gibt es aber folgendes Argument. Ja? Und das sind zum Teil eben Leute, die Allzweckwaffen waren, die schon bei der Verbindung, wo genauso gearbeitet wurde, war bei der Verbindung von Tabakrauchen und Krebs, wo gesagt wurde, da gibt's keine Verbindung. Ja, das ist doch gar nicht wissenschaftlich bewiesen. Das müssen wir viel genauer wissen, weil das war eine Riesenindustrie, die Geld verdient hat. Und dieselben Leute, ja, wie der zum Beispiel Fred Singer, die damals angetreten waren, ja, um das zu sagen, gelogen ist gar nicht. Mittlerweile ist die Sache vom Tisch. Ja, ist klar, dass diese Verbindung besteht. Dieselben Leute sagen dann, CO2 und Temperatur gibt's keine Verbindung. Ja, und das ist klar. Wieder besseres Wissen werden diese Sachen behauptet, weil man das Geschäftsmodell aufrechterhalten will. Ja. Das heißt diese, also, diese erwähnte Exxon-Studie wurde natürlich damals nicht veröffentlicht. Ne? Das bleibt geheim. Also die kriegen das intern raus. Und das ist eben, aber ich kann auch noch mal, um das zu sagen, man kann das schön sagen, der Frank Luntz macht in seinem Memorandum, sagt er dann eben, es gibt Sprache, die funktioniert. Er macht Vorschläge und dann sagt er, wir sollten nicht vorschnell eine Entscheidung treffen, bevor wir nicht über alle Fakten Bescheid wissen. Wir müssen viel mehr Fragen stellen. Wir verdienen es, dass es viel bessere Antworten gibt. Und bis das nicht eingetreten ist, sollte Amerika sich nicht an irgendwelchen internationalen Abkommen beteiligen, die Handschellen und an unsere Zukunft anlegen. Das sind so Vorschläge. Ja, oder dann ist zum Beispiel, und das bitte ich jetzt die Leute, die sich die Eike-Sachen angucken, hört euch das an, ja. Wissenschaftler können alle möglichen Dinge extrapolieren aus heutigen Daten. Aber was sie uns nicht sagen können, das ist irgendetwas über die zukünftige Welt. Du kannst eine Million Jahre zurückgucken und sagen, dass seitdem es eine Erwärmung gegeben hat und dass die Erde heute wärmer ist, als sie damals war. Aber ungefähr 20 Jahre vorher haben uns Wissenschaftler gesagt, wir steuern auf eine Eiszeit zu. Das ist genau das, was ihr bei Eike zu hören bekommt. Und es ist übrigens auch immer, es ist ganz perfide, weil es immer halb richtig, so wie bei den Pflanzen. Und es ist auch richtig, wir müssten nach den astronomischen Verhältnissen, die Erde umkreist ja die Sonne und das macht sie nicht auf einer Kugelbahn, ja, wo die Sonne in der Erde ist, sondern das ist eine Ellipse, die ist unterschiedlich weit weg. Die Erde ist geneigt, die Erde sozusagen eiert rum, so, ja, und diese Verhältnisse, die Veränderung vom Licht, die erzeugen diese Klimawandel, diese Klimaschwankungen, die es tatsächlich über die ganze Zeit gegeben hat. Die ist also astronomisch aus dem Einfluss der Sonne, kommen die her. Und dann sagt man eben, wenn wir danach gehen, dann würden wir tatsächlich auf eine Abkühlung wieder zusteuern. Ja, das ist sozusagen eigentlich Konsens bei den Wissenschaftlern. Gibt es auch eine neue, ganz neue Studie, dass wir eigentlich müsste die Temperatur runtergehen nach diesen astronomischen Daten, Erdumlauf um die Sonne. Sie gehen aber massiv hoch und das massiv hoch ist CO2. Das heißt, wir haben zwei gegenläufige Wirkungen, die Wirkung der astronomischen Daten und die Wirkung des Gases CO2, des Treibhausgases, des temperaturerzeugenden Gases CO2 in der Erdatmosphäre. Es gibt ja auch viele Debatten darüber, also es wird immer gesagt, 97% aller Wissenschaftler sind sich einig oder so, ne? Oder ja. Dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, dann sagen andere Leute, ja, ob die sich einig sind oder nicht, ist ja jetzt kein Argument. Was ist denn jetzt davon zu halten eigentlich? Ja, das ist eigentlich erstmal. Naja, Wissenschaft ist keine Mehrheitsgeschichte, ja. Also das kennen wir aus der Geschichte auch. Aus der Vergangenheit, dass sich die Mehrheit aller Wissenschaftler einig war und dann kam einer, der ihnen nachgewiesen hat, dass sie nicht recht haben. Also das gibt's ja. Diese ominösen 97% ist so eine Metastudie, die ich weiß nicht wie viel, 4.000 oder 5.000 Arbeiten untersucht hat und da wird eben in der Mehrzahl oder in der 97%-Zahl aller Fälle wird gesagt, der Treibhauseffekt, die Erderwärmung hat menschliche Ursachen. Ja? Also der Hockeystick in den letzten 100 Jahren, der hat sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie hier auf der Erde gewirtschaftet wird und was hier verheizt wird. Und da hört man dann immer wieder auch von aus der sogenannten Skeptiker-Ecke, ja, das stimmt ja gar nicht und es gibt ja gar nicht 97%, es sind viel weniger.
wie gesagt, die Wahrheit, die wissenschaftliche Wahrheit, die kann man nicht per Abstimmung oder mit Mehrheiten feststellen. Das sind Forschungsergebnisse, die objektiv stimmen oder eben nicht stimmen. Ja. Und es ist einfach so, dass eine überwiegende Mehrheit aller Ergebnisse auch der Hockey-Stick-Überprüfung zu dem Ergebnis kommt, ja, diese dramatische Erwärmung, die gibt's. Und es geht nicht um die Frage, ob sie schon mal in der vor 5000 oder 500 Jahren, das doch schon mal wärmer oder kälter war, sondern das Entscheidende ist, es passiert jetzt mit einer Geschwindigkeit, die vorher so in der langen Geschichte der Erde noch nie so da war. Und genau, das ist der entscheidende Punkt. Und das macht auch den angesprochenen und immer wieder kritisierten Alarmismus von Greta und Extinction Rebellion nachvollziehbar. Es passiert wirklich was Dramatisches, wenn man Erdgeschichte insgesamt anschaut, dass nämlich in den letzten 150 Jahren eben das passiert. Das ist der Fall. Also die Leute, die in Ostdeutschland wohnen, also wir alle haben die Temperaturen, ja. Wetter ist nicht Klima, aber sozusagen Klima setzt sich aus Wetter zusammen. Und ihr habt alle gemerkt, das war 2018, deswegen haben die Grünen auf einmal 10% zugelegt, weil nach dem Sommer 2018 haben alle gemerkt, hier stimmt was nicht mehr. Und der Sommer 2019 haben auch die Leute gemerkt, hier stimmt was nicht mehr. 5 Monate kein Regen, ja. Guckt euch die Wälder an. Die Leute, die in Ostdeutschland leben, geht in die Wälder, redet mit dem Förster, wie das aussieht, ja. Die Leute, die Bauern, das war, konnte man sehen, die konnten die Hand sozusagen in die Erde, das, was an Flüssigkeit runtergekommen ist über Herbst und Winter, hat nicht ausgereicht, um den sozusagen Stand wiederherzustellen. Also das heißt, wir haben bei der Frage von CO2, wo kamen wir im Moment? Ich wollte noch ein anderes Argument. Es ging um die 97%. 97%. Ich wollte das noch korrigieren. Also was diese, erstmal von der Logik her ist es richtig. Wieder, es ist immer, alle diese Argumente sind eine perfide Methode, mit Halbwahrheiten Lügen zu verbreiten. Natürlich ist es richtig, dass in der Wissenschaft eine Majorität kein Argument ist, ob etwas wissenschaftlich richtig oder falsch ist. Denn der Erste, der etwas findet, zum Beispiel Wegener, ist so jemand, der gesagt hat, wir haben diese Kontinentalplatten. Ich habe gerade gesagt, der Südpol war mal ganz woanders. Die Erde sah nicht so aus, wie sie jetzt aussah. Die hat sozusagen, die Kontinente bewegen sich über die Erde. Die sind ganz woanders gewesen. Das hat ein deutscher Geograf, hat das gesagt, der ist erstmal lächerlich gemacht worden. Der hat einfach gesehen, okay, das kann jedes Kind kann das machen. Schneid Südamerika aus, in Afrika kannst du zusammensetzen. Passt zusammen. Ja. Und von diesen Sachen ist es darauf gekommen, wir haben diese Erdplatten, das war mal zusammen. Das war also, und du kannst es geografisch, geologisch zeigen. Also geologisch kannst du es auch zeigen. Also das ist eine Theorie, da gibt es einen, und der Erste, der etwas sagt, ist natürlich in der Minderheit, weil es der Erste, der etwas anderes sagt. Nur ist die Wissenschaft ein System, wie über Argumente funktioniert. Das heißt, es wird innerhalb der Community überprüft. Und wenn eine Community, und das ist so zu 97% bis 100%, es gibt 7 Studien dazu und es gibt noch Studien über die Studien. Also die Wissenschaft ist sich einig. Es gibt keine einzige akademische nationale Institution, die nicht gesagt, es ist der Klimawandel ist real, er ist menschengemacht, er ist gefährlich und wir müssen sofort agieren. Wir haben aber noch die Möglichkeit, was zu machen. Ja, das sagen alle. Und dann suchen die auf der Gegnerseite immer irgendwelche Leute zusammen und sagen, 500 Leute haben hier aber unterschrieben und haben gesagt, nein. Und dann guckt man angeblich Top-Wissenschaftler. Es gibt ein paar Wissenschaftler dabei, meistens ist es aber nicht so doll, was da kommt. Ja. Und diese Studie hier, diese 97%, die hat anders gearbeitet. Die haben die genommen, mehrere tausend Studien, die sich beschäftigen mit Klima und haben geguckt, wie viel Studien davon machen eine Aussage darüber, ob das Klima vom Menschen verändert wird oder nicht. Das sind nur von den Studien 30% gewesen. Auch aus dem Grund, weil der Großteil der Wissenschaftler sich ja einig ist, wie die Sache aussieht. Aber 30% der Studien haben eine Aussage darüber, ist der Klimawandel menschengemacht oder nicht. Und zwar haben die geguckt in den Abstracts. Gibt immer vor jeder wissenschaftlichen Studie eine Kurzfassung, die man so durchlesen kann. Interessiert mich das. Da ist man rausgegangen, ist eine Aussage drin, damit man nicht 500 Seiten Studie lesen muss oder 40 oder 12, je nachdem, was es sind. Und von diesen Studien, also von den 30 Prozent sind es 97% der Studien sagen, ja, menschengemacht. 3% sagen, nein, nicht menschengemacht. Und das ist die geringste oder die höchste Zahl an Zweifel, die es überhaupt gibt, diese 3%.
Alle anderen, diese 7 Studien, die es gibt seitdem, kommen, schwanken zwischen 97% und 100%. Das war auch gerade der Effekt einer Anfrage der AfD im Bundestag, wie das denn wissenschaftlich aussieht. Und da war die Antwort des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages 99%. Das ist sozusagen die zurzeit gültige Sache. Und das ist richtig, ist nochmal. Aber auch der Konsens von Wissenschaftlern hat natürlich einen Wert, zu sagen, wie viele Wissenschaftler das sind, die so denken, weil der Konsens sich ergibt aus der Diskussion in der Wissenschaft. Es ist nur so, sie sind kein Beweis, dass etwas stimmt. Aber natürlich ist die Frage, wie viele Leute zu dieser Erkenntnis gekommen sind, ist relevant. Ja? Lustigerweise gibt es jetzt ein Video von 2004, wo Hans-Matthias Keplinger, Publizistikprofessor in Mainz, wo ich studiert habe, irgendwann eine Umfrage gemacht hat und hat rausgekriegt, wir haben 30% der Wissenschaftler geantwortet, was eine gute Quote ist übrigens, keine schlechte. Und irgendwie ist das gedrittelt. Ein Drittel sagt, keine Ahnung, 2004. Und das wird jetzt von den Leuten, und da ist jetzt Meinungsumfrage, weil das Ergebnis ihnen irgendwie gefallen hat. 2004, ja, da ist sozusagen ein Drittel sagt, ich weiß das noch nicht so genau, ob das so genau stimmt, ja, und dann sozusagen, das wird als Argument genommen, aber die Sachen, die wir jetzt haben, wenn 97% sagen, das ist kein Beleg, ja, das muss sozusagen weggenommen werden. Also, die Wissenschaft ist sich einig in dieser Sache. Es gibt nur Fringe-Leute, also Randfiguren, deren Wertigkeit damit zusammenhängt, deren Finanzierung oft damit zusammenhängt, dass sie diese Sonderrolle übernehmen, weil die werden, das ist eine andere Studie, die es jetzt gibt, öfter zitiert als der Konsens der Wissenschaftler in den Medien. Man hat also mit dieser Sache, hey, alles Betrug, hat man viel mehr Chancen, wahrgenommen zu werden, was dazu führt, da haben wir auch eine Grafik aus England, dass 97% der Wissenschaftler oder der wissenschaftlichen Arbeiten zu diesen Ergebnissen kommen, aber nur knapp die Leute, das Publikum glaubt, dass das ungefähr, wenn man das zeigt, 55% sind. 55, also ja. Das heißt, das Publikum, und das ist der Erfolg dieser Frank-Luntz-Leute, die sozusagen die ganze Zeit die Sache trüben. Das ist ihr, und darum geht es. Und das, was da ist, die machen das ja auch nicht nur, sondern sie hängen am Tropf dieser Heritage Foundation und so weiter, die auch bei Eike mit drin sind. Das sind Leute, die möchten ihr Geschäftsmodell so haben, dass man noch ein paar Jahre CO2 in die Atmosphäre pumpen kann. Also Erdöl, diese ganzen großen Firmen, die Riesenspenden in den USA machen, die sind auf der Republikanerseite sehr stark, weiter Erdöl verbrennen. Und dann, wenn wir wissen, wir haben ein Riesenproblem, dann Geoengineering-Lösungen vorschlagen, wo man nochmal Geld verdienen kann. Vollkommen verantwortungslos. Ich finde auch. Bis dahin eben den vorhin von Mr. Spock schon schön desavouierten CO2-Handel, also irgendwelche Dinge, die keinem wehtun und die eher noch das Geld bei dem kleinen Pendler aus der Tasche holen, der weiter mit seinem Auto fahren muss und jetzt mehr für den Sprit bezahlen, anstatt da, wo es wirklich wehtut. Und das ist der Punkt. Und diese Zweifel werden weiter gesät mit dem Ergebnis oder mit dem Wunsch, seit 30 Jahren ist nichts passiert. Und wenn wir die Zweifel weitersehen, dann wird auch in den nächsten 30 Jahren nichts passieren, weil wir einfach unser Öl und unser Gas weiter verheizen wollen und unsere Kohle möglichst auch noch. Und weil wir einfach nur fröhlich so weitermachen. Was mich so nervt an diesen ganzen sogenannten Skeptikern und Leugnern von menschengemachter Zerstörung der Umwelt und Klimawandel. Es kommt nie eine Vision oder eine Ansage, was Sie denn bitteschön machen wollen. Also sollen wir weiter Erdöl verballern bis zum Abwinken? Sollen wir weiter die Natur und die Umwelt zerstören, wie wir es tun? Nein, das wollen wir ja auch nicht. Dann kommt immer Umweltschutz und Klimaschutz sind doch zwei Paar Stiefel. Moment, also Eike sagt, Braunkohleabbau weiter, Braunkohlekraftwerke weiter, Windkraftwerke abbauen und Atomenergie ausbauen. Ihre Forderung. Die meisten Leute auf der, sozusagen, die jetzt schreiben in den Foren, die sagen das, was Matthias eben gesagt hat, hört doch mal auf mit CO2, die Umwelt ist doch in Gefahr. Nur das hängt eben miteinander zusammen. Wo kommt denn eigentlich das meiste CO2 her? Das ist jetzt auch noch die Frage. Also wer ist denn eigentlich der große Verursacher? Es wird auch immer gesagt, ja, Deutschland will die Welt retten. Deutschland macht nur einen winzigen kleinen Anteil aus von den CO2-Emittenten und außerdem der Straßenverkehr ist auch nicht so wichtig. Wie sieht's denn da aus? Gibt's da Studien oder Grafiken oder sowas?
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir keine. Also es ist so, dass im Moment ist es sozusagen sind die, also USA und Europa sind also eine abgeflachte Kurve, die machen keine erhöhten Werte. Es sind die aufsteigenden Industrienationen wie Russland, wie China und Indien, wo die Kurve bei denen nach oben zeigt. Und jetzt kann man auch wieder, wenn man jetzt nimmt, wer hat historisch das meiste reingepumpt, sieht es wieder anders aus, dann sind die USA oben. Also wer hat im Laufe seiner Industriegeschichte wann wie viel reingepumpt? Im Moment ist aber China und Indien sind große CO2-Emittenten. Wobei man dazu sagen muss, dass China eine eindeutige Strategie hat, auf erneuerbare Energien zu gehen, weil sie selber kein Erdöl haben, alleine aus dem Grund. Das müssen sie aber kaufen. Also China arbeitet zum Beispiel mit Kohle, ja, und übrigens die dreckigsten Kohlekraftwerke der Welt stehen in Ostdeutschland und die saubersten in China. Ja. Aber Kohle ist keine Lösung, da sind wir uns alle drüber einig. Und in China sind diese Kohlekraftwerke, werden oft von den Bezirksregierungen gekauft, weil sie die billigste Art sind, Strom zu erzeugen. Und weil man da sozusagen für wenig Geld seinen Strom, die haben großen Strombedarf, kriegen kann, während die Zentralregierung dagegen steuert. Die will raus aus der Kohleverbrennung, wenn überhaupt, dann erstmal mit Erdgas und vor allen Dingen langfristig auf erneuerbare Energien. Das heißt, die Planungen in China sind massiv in diese Richtung. China ist aber ist ein Land, was seine Vorgaben einhält, seine CO2-Vorgaben. Wir nicht. Ja. Ja, und eben noch als Ergänzung, gut dazu, wo ja doch auch von Seiten der Skeptiker da immer gesagt wird, ja, die ganze Fridays for Future, Greta Kohl, alles eine gesteuerte Großverschwörung, die uns den Kopf verdreht. Okay. Warum ist denn jetzt aber gerade letzte Woche oder was vor zwei Wochen auch Russland dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten? Und ja? Die leben von Erdöl und Erdgas. Ein Land, was vom Erdgas- und Erdölexport lebt. Ja, also ist Putin jetzt auch eine Marionette von Greta Thunberg und ihren dunklen Kräften, die da dahinter stecken? Oder ist Russland so wie China und so wie die meisten anderen Länder und die meisten anderen Wissenschaftler einfach auch vollkommen überzeugt, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie da auf die CO2-Bremse sozusagen treten müssen? Ja, das sind sie. Also von daher bin ich auch, war das für mich ein schönes Gegenbeispiel zu dieser Idiotentheorie, die immer wieder vertreten wird, dass also die ganze Klimadebatte und die ganzen Ökos ja letztlich überhaupt gesteuerte Großverschwörungsopfer seien. Ja? Also wenn da dann so viele Opfer dabei sind und auch Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi und die indische Regierung, Leute, bitte, 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 hört auf mit diesem Schwachsinn. Ja, also die Sache mit dem CO2 ist klar, die ist arschklar und eben deshalb bemüht sich fast die ganze Welt, da jetzt was gegen zu tun. Ja, also Putin ist ja bewundernswert, dass so ein Land wie Russland, was wirklich da dranhängt, dass die jetzt, der hat auch gesagt, auch das ist ein relevantes Argument, der hat gesagt, wenn man jetzt diesen ganzen Schwellenländern die Möglichkeit nimmt, Energie zu erzeugen, das ist auch nicht gerecht. Ja, also das heißt, wir müssen uns auch da, wir müssen eigentlich große Lösungen für alle haben, wo wir uns einigen. Und jetzt nicht zu sagen, sozusagen Brasilien darf sich nicht entwickeln, bis sie nicht alles aus Solarenergie. Wir machen derweil, waren ein bisschen mit Öl weiter und haben auch drei Viertel von dem CO2 in die Atmosphäre gepumpt. Aber die sollen sich jetzt zurückhalten. Also Putin hat das sehr vernünftig argumentiert und sie sind jetzt dabei. Ich will noch kurz eine Sache sagen, dann Matthias, behalte deinen Gedanken. Wieder diese Vorgaben von Luntz für die Republikaner, der sagt, dass unnötige Regelungen in der Umweltpolitik verletzen unsere Väter und Mütter in der Gesellschaft, unsere Großväter und unsere Großmütter. Sie verletzen Menschen, die ein geringes Einkommen haben. Ja? Sie machen sozusagen enorme Auswirkungen auf Leute, die im Bergbau leben, auf Leute, die in der Holzwirtschaft leben, auf Trucker oder auf Bauern. Jeder
der sich irgendwie mit einem energieintensiven Beruf zu tun hat. Das bedeutet, dass es weniger Einkommen für Familien gibt, die Schwierigkeiten haben, am Monatsende klarzukommen und ihre Kinder zu erziehen. Das heißt, diese Krokodilstränen, die wir jetzt zum CO2 von diesen Leuten hören, die sagen, oh ja, wie Hugo Müller-Fock in der FAZ, also Rechtskonservative, die sagen, oh, wir haben jetzt ganz schlimm, das ist sozusagen die Linken, die diese Vorschläge haben, und die Grünen, die kümmern sich ja gar nicht um die armen Leute in der Gesellschaft. Ja? Das Argument ist richtig. Nochmal, keine CO2-Steuer von unten nach oben das Geld verteilen. Aber diese Leute, wer glaubt denn wirklich, dass sie sich dafür interessieren, wie es dem unteren Teil der Bevölkerung geht? Ja, das ist sozusagen, die nehmen dieses Argument jetzt, und auch hier ist die Sprechanweisung von Lunz für die Republikaner: Macht euch zum Anwalt der kleinen Leute, ja, zu den Leuten, die kein Geld haben. Und das funktioniert. Das funktioniert. Das heißt, die AfD sagt gleichzeitig, wir werden die Rente privatisieren, könnt ihr euch selber bezahlen in Zukunft, und wir sind der Anwalt des kleinen Menschen, wir verhindern die CO2-Steuer für euch. Okay, Matthias. Und wer sind eigentlich so die Hauptverursacher von CO2? Ja, das ist natürlich auch, wenn wir jetzt darüber reden, oder die große Koalition da in ihrem Klimapäckchen sagt, ja, es muss jetzt eine CO2-Steuer eben auch auf Benzin, Kraftstoffe, der kleine Pendler, der mit seinem Polo zur Arbeit fährt, der soll doch bitte jetzt auch was tun fürs Klima. Ja, ja, das ist, aber wir machen es auch nicht zu stark, dann könnte es ja Gelbwestenproblem auch in Deutschland geben. Wenn man sich mal anschaut, wer ist denn jetzt der Verursacher, dann ist es zum Beispiel so, dass wir haben auf der Welt gibt es 91.000 Containerschiffe, ja, also diese riesigen Frachter, die mit Öl und die mit Waren durch die Gegend schippern. 91.000 dieser Dinger, die machen ungefähr doppelt so viel CO2 wie der gesamte globale Autoverkehr. Ja, also 750 Millionen Autos auf der einen Seite, 91.000 CO2-Containerschiffe. Ja, wenn jetzt fragen, wie gehen wir da ran? Ja, besteuern wir den kleinen Polofahrer, Pendler, oder gehen wir nicht vielleicht mal an die Containerschiffe ran, die ja überhaupt nicht mit Fall der Benzin- und Dieselproduktion fahren, mit Schweröl, die eine gigantische Sauerei veranstalten? Könnte man mit einem Programm, was ganz schnell durchführbar ist, ja, nicht für 750 Millionen Autos, die kann ich nicht auf Wasserstoff, die kann ich nicht von heute auf morgen umstellen. Aber die 1000 Schwertransporter, die übers Meer fahren und die doppelt so viel Dreck machen, die hatte ich sagen, so, ab 2025 kommt kein Schiff mehr in meinen Hafen rein, was keine Filter eingebaut hat. Da könnten wir sofort mehr CO2 einsparen als mit dem kompletten Autoverkehr. Das kommt aber nicht aufs Tapet. Warum? Weil ich weiß nicht genau die Zahl jetzt, aber die deutschen Reedereien sind führend in es, ja. Und denen müsste man uns fragen und sagen, auch wenn die Schiffe in Panama, ja, oder in Pool, ist egal, aber das sind Deutsche. Also billig Flagge segeln, damit sie den Matrosen kein ordentliches Gehalt zahlen müssen. Ja, also da könnte man relativ schnell rangehen und in kurzer Zeit auch etwas umsetzen an Einsparung. Tatsächlich macht man jetzt in Hamburg irgendwelche Durchfahrtszonen, wo du nicht mehr mit deinem alten Diesel durchdarfst, und 300 Meter weiter im Schiff, im Hafen liegen diese Stinker rum, die 10-mal so viel Dreck machen wie der gesamte Autoverkehr. Also diese Absurdität, ja, die könnte man
schnell regulieren, wenn man es wollte, aber dazu müsste man nicht den kleinen Pendler an den CO2-Kragen, sondern den großen Reedereien. Und jede Stadt der Welt kann sagen, ab nächstes Jahr oder in 3 Jahren kommst du mit deinem Schiff hier einfach nicht mehr rein. Norwegen Norwegen hat das ja, für 2025 festgelegt, glaube ich, auf jeden Fall Norwegen ist es so, dass die sind die Ersten, die gesagt haben, die Schiffe kommen hier nicht mehr rein. Ja. So, dann gibt es dann noch das eine... da will ich aber noch mal rein, weil das ist wichtig. Also das heißt, ich bin mir mit den Zahlen nicht sicher. Ja, also die Grafiken, die ich gefunden habe, gehen von einem viel höheren Autoanteil aus. Aber die Sache ist in der Stoßrichtung richtig, weil nämlich diese Schiffe und Flugzeuge sind sozusagen geringe Stückzahlen im Verhältnis mit den Autos. Und da könnte man bei den Schiffen könnte man schnell etwas machen, die verbrennen Rohöl. Ja? Also die mit dem Schweröl wird durch den Schornstein raus. Und da könnte man sehr schnell einen relevanten Anteil machen. Und es gibt noch etwas, ich glaube, da hast du auch deine Zahlen her, Matthias, von dem gibt ein gutes Interview mit dem Thomas bei KenFM, der diese Zahlen genannt hat. Ich glaube, sie stimmen nicht, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist in dem Zusammenhang, er weist auf etwas anderes hin, dass wir nämlich, wenn wir Holz als Baustoff benutzen, und es gibt mittlerweile Hochhäuser mit 28 Stockwerken aus Holz, komplett. Das heißt, dort könnte man durch den Anbau von Wäldern, die größer werden müssen, könnten wir CO2 binden und können dieses gebundene CO2 für den Bau von Gebäuden nutzen, weil die Zementindustrie wäre, wenn sie alleine agiert, wäre, glaube ich, das drittgrößte Land. Ich bin nicht sicher, wie viel groß, also habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall, das sind ungefähr zwischen 8 und 10%, je nachdem, wie man geht, alleine der Zement in der Herstellung, weil Zement wird aus Kalkstein, also CaCO3, da wird mit riesigen Erdgas, meistens Erdgas oder Erdöl gebrannt auf 1400 Grad. Und nochmal aus dem CaCO3 wird CaO und CO2. 60% davon ist einfach sozusagen Chemie, die entsteht, wenn man Zement herstellt. Also das heißt, wir müssen eigentlich wegkommen von der Nutzung von Zement und Beton, auch wenn Beton hinterher wieder CO2 im Laufe seiner Verwitterungszeit aufnimmt. Die Lösung auf diesem Gebiet ist, mit Holz zu bauen. Ja, dann haben wir Wälder, wir haben Umsatz, wir haben gebundenes CO2. Das hilft an beiden Enden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die auch Professor Schellenhuber sozusagen deutlich vorgeschlagen hat, dass wir bei den Baustoffen, auch bei den Dämmstoffen, die sind auch CO2-intensiv, die zwar dann die Temperatur, das ist die Industrie wieder, eine Dämmstoffindustrie, die ein Interesse hat, dass ihre Produkte verkauft werden. Aber wir sollten das mit Hanf machen, und mit Holz. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz nochmal. Es gibt ja eine Studie, die hat sich mal damit beschäftigt, wer sind denn so die größten Umweltsünder? Und da stellt sich raus, das US-Militär ist allein schon mit seinen ganzen Tanks und so weiter ein größerer Verschmutzer als 140 Länder, die da runterkommen. Also es wäre irgendwo so zwischen Portugal und Peru angesiedelt, wenn das US-Militär ein Land wäre. Es wäre das 47. größte Emittent von Klima, also Treibhausgasen. Genau. Wenn man jetzt allein das US-Militär, also jetzt mal so ganz mal so gesponnen, ja, wenn man das US-Militär absägen würde, wäre schon mal ein riesengroßer Faktor geschafft, ja. Der Witz ist doch, dass die Kriege würden wir reduzieren. Der Witz ist aber doch, dass in diesen ganzen Statistiken, die auch die Regierung jetzt wieder, also jetzt hier im Klimapaket und was man so bis 2025, 2030 und so weiter einsparen, Prozente, tralala, trulala, dass da seit 92, seit über diese Geschichten diskutiert wird bei der Rio-Konferenz, dass da schon sozusagen unausgesprochen klar, also Militär bleibt aber draußen. Genau. Das ist jenseits von jeder Art von ökologischen Diskussionen oder gar ökologischen Einschränkungen. Militär muss so viel Dreck produzieren dürfen, wie es will. Und die Zahl, dass wir 70 Milliarden ausgeben für Militär, auch an der Stelle. Also die Krokodilstränen, die von dort flussweise geweint werden über das Klima, ja. Die wollen 70 Milliarden, die wollen 2% Bruttoinlandsprodukt, wollen sie für ihre Rüstung ausgeben, Rente kürzen, aber sind ganz groß CO2-Steuer. Meine Gott, wir haben so Mitleid mit euch. Ja? Also das heißt, wieder Systemwandel. Es zeigt, wenn wir an das Klima ran wollen, müssen wir
Systemwandel, wir müssen auch das Militär rangehen, wir müssen an diese ganzen großen Strukturen rangehen und davor haben die Leute Angst. Das ist dann das, was bei Herrn Wisniewski kommt, ja, der dann sagt, die wollen eine Kulturrevolution, oder bei Janich, das ist ein Thema, wo sozusagen die Linken wollen sich damit ermächtigen. Es ist aber die zwangsläufige Konsequenz daraus. Und wenn ihr auf diese, das ist etwas, was ich gerne einführen würde. Ja. Ich bin ja dafür, dass jeder seine Meinung sagen darf. Aber ich finde, es könnte doch sein, dass man zur Verantwortung gezogen wird für das, was man propagiert. Wenn man also die ganze Zeit für etwas propagiert hat, was letztlich für den Rest der Weltbevölkerung ein Problem ist und das hinterher nachweisbar ist, dann sollte es doch vielleicht auch Effekte haben, was man die ganze Zeit gesagt hat. Denn solche Leute wie der Herr Singer, die erst sagen, Krebs und Tabak hat nichts zu tun, der verdient damit sein Geld und gut. Und dann ist er der nächste Söldner auf der Ebene CO2 und Klimawandel, hat nichts zu tun. Die kommen immer durch damit und sagen dann, Meinungsfreiheit, ihr werdet doch nicht die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Ja, nee, will ja, ich nicht, ja, aber ja. Ich möchte, dass sie dafür einen Haken hinterher genommen werden, wenn sie gelogen haben und wenn man sagen kann, okay, ihr habt die ganze Zeit Mist erzählt, ja, es stimmt nicht, dann sollte es Konsequenzen haben. So, ja, ja. Und jetzt nochmal zurück zum Hanf. Warum ist jetzt Hanf, Matthias, du bist ja der Hanfexperte hier bei uns, warum ist jetzt Hanf der große Vorteil? Da können wir jetzt unsere letzte Bauchbinde genau, wir haben auch eine Bauchbinde dazu einführen. Wir haben es ja eben schon gesagt, Beton, Zement, Produktion ist ein schwerer, großer Verursacher von CO2-Emissionen. Das könnte man einfach reduzieren, indem man auf Holzbau umstellt und die Dämmstoffindustrie, auch dieser Schwachsinn mit energetischer Dämmung von Häusern, was jetzt gerade im großen Stil hier ja auch propagiert wird, ja. Die ist auch so lange völlig irrsinnig, solange diese Dämmstoffe letztlich ölbasiert, energieverschwendend hergestellt werden. Was nützt mir der schönste Dämmstoff aus Steinwolle und sonstigem Zeug, ja, wenn seine CO2-Bilanz gar nicht stimmt? Ich soll mein Haus damit dämmen. Wo ist denn unsere schöne Bauchbinde jetzt? Die hatten wir doch gerade schon drin. Die ist schon wieder. Die hatten wir gerade drin. Jetzt ist sie wieder weg. Macht aber nichts. Die Lösung dafür sind eben auch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Und der Beste dafür ist Hanf. Da kann sich jeder gerne mal zu informieren. Keine andere Pflanze produziert mehr Biomasse pro Hektar, ohne die Böden dabei zu ruinieren, ja, was die viele anderen Pflanzen tun. Und wir haben mit der Hanfpflanze einen idealen Dämmstoff, der also nicht nur wärmedämmend ist, sondern der eben auch feuchtigkeitswirksam ist. Also perfekte Häuser kann man aus Hanf und aus Holz oder mittlerweile sogar nur aus Hanf, gibt's ja auch schon, macht euch schlau, braucht ihr nur mal Hanfhaus oder Häuser aus Hanf einzugeben, dann da gibt es einiges, die Hanffabrik in Prenzlau oben, die macht jetzt gerade einen Baustoff, den man mit dem 3D-Drucker ausdrucken kann, sozusagen, da kann man sich ein energieeffizientes Haus sozusagen ausdrucken. Das noch hat gerade angefangen. Hanf, die Düngemittel sind auch Erdöl, ja, und die Pflanzenschutzmittel sind auch Erdöl und das braucht Hanf beides nicht, wesentlicher Faktor. Braucht Hanf, also unsere ganze Landwirtschaft, Hanf. Das ist diese Landwirtschaft, die hochgehalten wird, ist erdölabhängig und auch davon müssen wir wegkommen. Ja? So, wächst auch irgendwie viel schneller, ne, Hanf? Wächst viel schneller. Ja, wächst. Es gibt kein Kraut auf dieser Erde, was mehr Biomasse in kürzester Zeit produziert, ohne eben Pestizide, Herbizide, die ganze Chemie, die ich da drauf tue. Natürlich braucht Hanf auch Nährstoffe im Boden, also auch nicht viel. Aber insgesamt ist es der ideale Baustoff, das ideale Material ist zwei und wird dann gebunden zusammen mit Holz in Häuser reingebaut. Also damit, wir haben eben das Beispiel mit den Containerschiffen gebracht, im Holzbau, im Hausbau, ja. In der ganzen Bauwirtschaft gäbe es auch schnelle Lösungen, die man umsetzen muss. Also es gibt ja durchaus, es ist ja bei dieser ganzen Klimafrage überhaupt nicht so,
ja, dass wir jetzt sozusagen vor dem Nichts oder vor dem Ausstehen. Es gibt Lösungen, die müssten nur angegangen werden und sie werden nicht angegangen bei der von der Politik, weil sie ganz oben ansetzen müssen, weil sie eben systemisch ansetzen müssen, weil sie eben unsere derzeitige Agrarindustrie von unten nach oben durchkrempeln müssten, weil sie nicht nur die ganzen Monsanto-Gifte, sondern auch anderes Zeug verbannen müssten von den Äckern. All das greift aber eben nicht den kleinen Mann in die Tasche, dem ich jetzt so eine CO2-Abgabe abkassiere, sondern es geht ganz oben ran. Und deshalb nochmal zum Abschluss vielleicht, sind eben auch die Greta Thunbergs und die Extinction Rebellion-Leute in meinen Augen können nur der Anfang sein. Es muss da weitergehen und wir müssen an die grundsätzlichen Dinge rangehen. Und ich glaube, dass die Kids das verstehen. Da werden vielleicht ein paar Verblendete dabei sein, die jetzt einfach nur mitlaufen, weil es Mode ist oder weil es in ist oder weil es ihre Freundin auch macht oder ihr Freund. Aber wer ernsthaft anfängt nachzudenken, wir haben es in dieser Sendung jetzt schon mehrfach gesagt, der kommt nicht umhin, sozusagen die Systemfrage zu stellen. Also ja. Wer von Ökologie sprechen will, der kann von neoliberalen Kapitalismus nicht schweigen. Punkt. Genau. Es gibt übrigens eine Sache, die noch ganz wichtig ist. Wir haben jetzt die ganze Zeit Frank Luntz zitiert. Und das Interessante ist, dass Frank Luntz jetzt sagt, ja, okay, ich sehe das ein mit dem Klimawandel, ja, und ich bin auch bereit, da anders zu agieren jetzt, also sozusagen auf der Republikanerseite mitzugehen, wenn es ein Gesprächsangebot von den Demokraten gibt, was für uns akzeptabel ist. Also das heißt, dieser Mann, der mitverantwortlich ist, wie kaum jemand anderes aus diesem Bereich, dafür, dass diese ganzen Märchen erzählt worden sind, hat der umgedreht und sagt jetzt, ja, okay, stimmt ja, ja. Aber wie machen wir das jetzt politisch für uns am folgenlosesten, dass wir da reinkommen? Ja? Und nochmal zu dem Geld. Dass es für mich eine politische Forderung ist, wir holen uns das Geld dort, wo das Geld ist, nämlich bei den Leuten, die mit diesen ganzen Industrien ein irres Geld angesammelt haben, wie die Koch-Brüder mit 100 Milliarden. Ja, da können wir mal die Einkommensteuer auf 60% erhöhen. Wir sind nicht so gemein wie Eisenhower, der 90% genommen hat. Die haben daran partizipiert, die haben damit ihre Gewinne gemacht. Die sollen jetzt für die Rettung des Planeten einen wesentlichen Beitrag bringen und nicht die Hartz-IV-Mann-Mami mit zwei Kindern, die sie großziehen muss. Ja. Das ist, da gibt's, und dann ist es ja so, diese Milliardäre, die es gibt, ja, die ihr Eigentum gerettet haben durch diese neoliberalen Ideen, die nichts mehr abgeben, die sind diejenigen jetzt, die Entscheidung treffen, als wenn wir Könige hätten mittlerweile, als wenn wir die Monarchie wieder eingeführt haben, die sagen, wo was passiert mit der Luftfahrt, also wo die Raumfahrt hingeht, das wird das sozusagen mit dem Geld, was im Internet eingesammelt worden ist, oder wie Bill Gates, der darüber entscheidet, was mit Impfstoffen und wie gegen Tuberkulose und so weiter vorgegangen wird, sind die alle raus. Und das nennen wir Philanthropie. Für mich ist das Aristokratie eine sozusagen absolutistische Form von Herrschaft. Erst ziehen sie das ganze Geld raus und dann bestimmen sie noch, was damit gemacht wird. Und sie zahlen nichts für allgemeine Sachen. Besteuert diese Leute, sorgt dafür, dass wir mit den Steuern vernünftig umgehen können. Und wir brauchen Lösungen, die nicht marktwirtschaftlich orientiert sind, in dem Sinn, dass sie den geringsten Preis haben, sondern wir müssen darüber reden, was sind die besten Lösungen und dann können wir gucken, welche davon sind günstig. Aber wir müssen uns lösen von diesem Prinzip, dass nur was das Billigste ist. Dass die Wirtschaftlichkeit darüber entscheidet, ob man Plastiktüten einsetzt im Supermarkt oder eben Sachen, die sich selber abbauen. Eigentlich ja. Die Wirtschaft oder die Politik? Haben wir eine Politik dirigiert? Nein, haben wir nicht. Die Entscheidungen laufen auf dieser Ebene. Also davon müssen wir weg. Wieder Systemfrage. Klimawandel bringt die Systemfrage. Und deswegen ist diese Debatte auch so spannend und sie wird uns auch weiterhin beschäftigen und sie wird sicherlich die Menschen auch weiterhin spalten. Ich bin schon wieder sehr gespannt auf die Kommentare, die wir auf YouTube kriegen. Und wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt zu dieser Sendung, übrigens hier nochmal unsere E-Mail-Adresse 3j1000@exomagazin.tv. Wir danken euch im Voraus für eure konstruktiven Anmerkungen oder Fragen. Und wir haben ganz zum Schluss unserer Sendung, wie schon angekündigt, eine kleine Verlosung vorbereitet. Denn ein chemisches Element, es ist das wichtigste Element überhaupt, das beschäftigt uns und das spielt wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle in Zukunft. Es handelt sich um Wasserstoff. Und es gibt einen Autor namens Tim Koch, der hat ein interessantes Buch darüber geschrieben. Das ist im Westend Verlag erschienen. Das sehen wir hier mal auf meinem Bildschirm. Das Supermolekül,
wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. Warum mit Wasserstoff? Was hat es damit auf sich? Ganz kurz vielleicht, Matthias. Warum Wasserstoff? Ja. Warum Wasserstoff? Weil ich dann Autos fahren kann, wo hinten Wasserdampf rauskommt. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu dumpf oder zu einfach ausgedrückt. Aber Wasserstoff ist in der Tat das Supermolekül. Wir können Wasserstoff herstellen. Und wenn wir dafür nachhaltige erneuerbare Energien verwenden, dann haben wir ein absolut sauberes Produkt. Solange wir noch Kohlekraftwerke haben und die zur Wasserstoffproduktion herstellen, macht das nur Halbsinn, sage ich mal. Aber ganz grundsätzlich kann das die Lösung, neben der Solarenergie, kann das die Lösung für die Energieprobleme der Zukunft bringen. Und, ich sage doch mal zwei Beispiele, warum Richtung, ja. Wir können Solarenergie, du kannst Wasserstoff herstellen mit Solarenergie und du kannst auch Wasserstoff mit Windenergie herstellen. Also mit dem Strom, wenn wir jetzt, ist immer der Punkt, wo kriegen wir Windenergie, wenn der Wind bläst, aber du kannst Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufteilen und dann kannst du die Energie speichern. Das heißt, Wasserstoff ist die Möglichkeit, diese und durch erneuerbare Energien hergestellte Energie zu speichern. Wieder, reden wir von den Preisen. Ja, also das heißt, sind die Preise das Entscheidende oder ist es das Entscheidende? Da kommt natürlich noch Stickoxide raus, wenn man das Wasserstoff im Auto verbrennt. Aber, und es ist eine Technik, die einsetzbar ist auch für Lokomotiven. Sie ist einsetzbar für Flugzeuge. Wasserstoff ist also sozusagen ein Stoff, er ginge über das Tankstellennetz, ginge er raus. Das heißt, wir müssten zwar neue Behälter haben dafür und haben eine hohe Flüchtigkeit, aber wir könnten das Netz, es ist eine Infrastrukturaufgabe, eigentlich eine staatlich zu lösende oder zu unterstützende, man kann das ja sozusagen mit marktwirtschaftlichen Komponenten dazu nehmen, aber dann müssten wir, wenn wir Wasserstoffautos hätten und auch wenn die nicht ganz den Wirkungsgrad haben und so weiter, aber sie sind eine Energieform, wo wir umstellen können von Verbrennungsenergie, sozusagen Kraftstoffe, Benzin hat noch eine höhere Energiedichte, aber Wasserstoff ist sozusagen die beste Lösung und da können wir eine ganze Technologie drauf aufbauen, was übrigens China, Japan und Korea machen bei den Autos. Und da kommen wir jetzt gleich zu unserer Preisfrage und diese Preisfrage, die lautet, und Dirk, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, was die Preisfrage angeht. Vielleicht kann ich euch beide ja auch mal sehen, während ich die Preisfrage Dankeschön. So, also die Preisfrage. Wir verlosen 10-mal, richtig? 10-mal das Buch Das Supermolekül von Tim Koch, erschienen im Westend Verlag. Und die Preisfrage lautet, mit wie viel Geld unterstützt die chinesische Regierung die Käufer eines Wasserstoffautos? A, mit 200 Euro oder B, mit 20.000 Euro? Die Antwort bitte an die E-Mail-Adresse 3j1000@exomagazin.tv. Also nochmal die Preisfrage. Mit wie viel Geld unterstützt die chinesische Regierung Käufer eines Wasserstoffautos? A mit 200 Euro, B mit 20.000 Euro. Bitte die Antwort an diese E-Mail-Adresse und mit etwas Glück gewinnt ihr eines von 10 Büchern aus dem Westend Verlag von Tim Koch mit dem Namen Das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. So, und ich hoffe auch sehr, dass wir die Herzen der Menschen erobert haben mit unserer Klimasendung, dass wir es endlich gemacht haben. Aber ich möchte sagen, burn capitalism, not coal. Das war in Köln bei den Extinction Rebellion Leuten dabei. Oder war es Fridays for Future? Ich weiß es nicht. Das ist ein guter Slogan. Ja? Verbrennt den Kapitalismus, verbrennt keine Kohle mehr. Ja, genau. Und ich bin sehr gespannt, wie die Sache weitergeht. Denn ich denke mal, das, womit wir es jetzt zu tun kriegen werden, werden weitere Spaltungsversuche werden, wie kriegt man Extinction Rebellion klein? Allerdings Extinction Rebellion hat aber auch dasselbe Problem wie die Occupy-Bewegung vor ein paar Jahren, nämlich dass die jetzt erst im Herbst anfangen, wo das Wetter wieder kalt wird und ein paar Wochen später, dann wird sich dort keiner mehr freiwillig auf der Straße anketten wollen bei diesen Temperaturen. Also das muss man sich nochmal überlegen, wie die das machen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Guck mal die Webseite an. Also die Webseite, man kann sich anmelden bei Extinction Rebellion und das geht auch zum Beispiel, ob man bereit ist, ins Gefängnis zu gehen für Aktionen. Also sich sozusagen blockierend, wenn man weggebracht wird. Also das sind sozusagen alle Möglichkeiten, wie man das unterstützen will und auch die Tatsache,
Das heißt, die Protestformen müssen ja eine Weise erreichen oder eine Form haben, die ja tatsächlich auch Wirkung erzeugt. Wenn wir so demonstrieren, wie uns das die Regierung vorschlagen, dann werden die zugucken, dass Leute, wird nichts passieren. Also das heißt, es muss disruptiv werden, es muss unterbrechen, diese Geschichte. Es soll aber auch gewaltfrei, das ist ja auch absolut, deswegen auf jeden Fall eben, es wird im Gegenteil, es wird dafür gesorgt werden sollen, das haben Matthias und ich, kennen das aus unserer Jugend, dass dann im Zweifelsfall sorgt dann auch gerne mal der Staat dafür, dass es gewalttätig wird. So kann man die Sache wieder spalten. Also unbedingt gewaltfrei. Also das heißt, den Protest, wie sie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren in den USA gemacht hat, schon sozusagen mit Blockaden und solchen Geschichten, keine Gewalt. Und die Polizei, das möchte ich auch noch sagen, ist doch deutlich anders geworden in den letzten 30 Jahren, die ich mitgekriegt habe, oder 40 Jahren gegenüber früher. Das ist nicht mehr der gleiche Apparat, den ich kennengelernt habe. So, also wir haben Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, aber wir müssen auch ganz von nahem uns angucken, wie diese Sache weitergeht mit der Extinction Rebellion, welche spalterischen Tendenzen da auftreten werden und wie gewaltlos das wirklich bleibt. Also ich habe da meine Zweifel, ob das wirklich so bleibt, denn man sieht es ja auch übrigens an den Gelbwesten in Frankreich, die fingen auch gewaltlos an und man sieht, wie das ist immer mehr in so einer Gewaltorgie mündet, allerdings von Seiten der Polizei. Ja? Also gucken wir mal, wie die Sache weitergeht. Wir sind inzwischen jetzt am Ende unserer Klimasendung angekommen und ich danke euch, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt, dass ihr noch mit dabei seid. Dirk und Matthias, es war mir wieder eine große Freude, dass ihr dabei wart. Und gerne wieder. Ja. Ich habe jetzt so viel gelesen über Monate. Fragen können wir noch weiter. Können wir noch 3 Klimasendungen machen oder was? Nee, also ich bin dafür, wir müssen uns dann auch wieder anderen Themen zuwenden. Denn ganz ehrlich, da passieren ein Haufen Sachen gerade, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Und das werden wir dann ab der nächsten Sendung wieder tun. Aber für heute ist erstmal Schluss hier. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Viel Spaß noch in Assisi. Viel Spaß. Ja, danke, danke. Genau. Tschüss. Im Sinne von Franz, da sind wir doch gut beraten jetzt. Das ist für unsere Sendung der Säulenheilige. Der darf gerne, Okay. Also vielen Dank euch beiden. Okay. Und wir, liebe Zuschauer, wir sehen uns auch bald wieder. Und zwar hier im 3. Jahrtausend. Macht's gut. Bis bald. Ciao.